Die Kamera scheint nicht zu fahren. Erstmal trotzdem ein freundliches Hallo jetzt vielleicht. Ein freundliches Hallo für euch alle. Es geht wieder los. Ich habe es eben gerade im Chat geschrieben. Ein frohes und gesundes neues Jahr für euch alle. Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, mir zu wünschen, dass das Jahr nicht besser wird, sondern es sollte nicht schlechter werden als das vorherige Jahr nach den Erfahrungen von 2022. Insofern bin ich mal gespannt, was ja 2023 bringen wird und welche Erfahrungen damit verbunden sind und freue mich darauf, auch wieder zu streamen und für euch wieder da zu sein und mit euch ja C++ zu lernen, neue Sachen zu lernen, anzugucken, zu diskutieren, sich auszutauschen und dass wir doch vieles gemeinsam in den nächsten Wochen und Monaten erleben werden. Ich muss ehrlich gestehen, dass mir die letzten Wochen mit den konkreten Beispielen sehr viel Spaß gemacht haben. Deswegen machen wir heute auch noch mal weiter. Wir haben den 21. Tag auch nicht beendet. In der Nachfolge gab es einige Fragen, die ich nicht einfach im Raum stehen lassen möchte, die ich auf diesem Weg eben einfach gemeinsam nochmal diskutieren, dass wir uns das gemeinsam nochmal angucken und wirklich überlegen, wie kann ich Daten nutzen, um meine Algorithmen zu vereinfachen, aber welche Datencontainer muss ich überhaupt wählen? Und das ist doch eine Frage, die beim letzten Mal eben wieder mit hochgekommen ist. Warum nimmst du an der Stelle die Map und warum nimmst du an der Stelle einen Vektor und da nimmst du ein Paar und da nimmst du ein Tupel? Das sind natürlich alles Dinge, wo man entscheiden muss und warum macht man das Ganze so, dass wir uns das heute angucken. Zur letzten Frage, warum nehme ich ein Paar und warum nehme ich ein Tupel, ein Paar, zwei Elemente, First und Second, viele Dinge inbound, also die natürlich im C++ schon mit Paaren gebaut sind und nicht mit Tupeln, weil das Paar einfach älter ist. Und ich versuche eigentlich immer dann, auch wenn ich nur zwei Elemente habe, ein Tupel einzusetzen in dem Moment, wo ich davon ausgehe, dass eh noch ein drittes dazukommen wird, wo ich also für mich diesen Prozess noch nicht abgeschlossen habe. Und das ist beim Programmieren, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte, dass man immer nach vorne guckt, dass man immer überlegt, was verändert sich. Und dass man ein Programm, auch einen Programmentwurf, nicht als statisch ansieht, sondern immer als Bewegung ansieht, als Veränderung ansieht. Und auch da nochmal die Erinnerung an unser Fünf-Schichten-Modell, was wir ja lehren. In Bezug auf Architektur, dass wir eben immer sagen, es gibt eine Prozessschicht, weil Prozesse müssen flexibel sein. Die müssen veränderbar sein, die müssen anpassbar sein. Und die Prozessschicht liegt auch nicht zwischen der System- und der Business-Schicht, sondern sie liegt hochkant daneben und verbindet quasi alles. Also ein IT-System sollte immer so entworfen werden, dass es sich verändern kann, dass es sich anpasst. Und schon als ich studiert habe in den 80er Jahren, hieß das, reiche dem Kunden nie die Hand, er wird dir immer den ganzen Arm abhacken. So getreu dem Motto, Kunden können nicht klassifizieren. Und als ich Jahre später in Langen war, damals im Borland-Quartier, bei Borland und hatten eine Diskussion, wir waren mittags zusammen essen und hatten mit den Technikern, die rund um das Kaliber, glaube ich, hieß das damals, das Entwurfstool von Borland zu tun hatten, zusammen Mittag gegessen. Und dann kam auch die Äußerung, Kunden können nicht ihre Aufgaben klassifizieren. Kunden können das gar nicht. Die können gar nicht definieren, wie ein Softwaresystem auszusehen hat. Das ist totaler Humbug. Der Kunde macht das, was in seinem Rahmen möglich ist. Und das macht er nicht aus bösem Willen, sondern selbst für uns ist es manchmal schwer vorstellbar. Ein EDV-System, wenn wir anfangen damit, und wir gucken 2, 3 Jahre später auf dieses System, dann werden wir was völlig anderes sehen. Weil die Erfahrungen mit einfließen. Und das ist ja auch ein Prozess, da könnte man jetzt aus der anderen Richtung gegenschießen. Ein Entwickler wird nie mit seiner Aufgabe fertig. Weil immer, wenn wir eine Aufgabe gelöst haben, wissen wir instinktiv, wie wir es besser machen könnten. Und das wollen wir auch. Wir wollen es besser machen. Das heißt, wir fangen die nächste Umlaufschleife an und machen es besser, obwohl es eigentlich läuft. Und das ist ein endloser Prozess, der dreht sich unendlich lange und muss eben durch eine Managementschleife eingefangen werden, die die Entwickler quasi zurückbringt und sagt, pass mal auf, nein, jetzt hier an dieser Stelle ist Schluss. Und insofern ist diese
Zukunft, wie verändert sich was? Wie kann man auf Veränderungen reagieren? Wie aufwendig ist es zu reagieren? Immer Bestandteil unseres Jobs als Architekt, wenn wir eine Software schreiben. Und wir sollten auch immer versuchen, eine Software aus der Sicht der Architektur zu verstehen und nicht aus Sicht der Technik zu verstehen. Es geht also nicht darum, ob irgendwas links oder rechts rum schicker ist, sondern es geht einfach nur darum, dass die Architektur am Ende stabil ist und diese Software dann den Ansprüchen des Kunden genügt, den Wünschen des Kunden genügt, den Veränderungen folgen kann, die notwendig sind und sich natürlich bezahlen lässt. Keine Frage. Also keiner der Unternehmer in der Softwarebranche, und da schließe ich mich ein. Ich wurde heute auch gefragt, ob ich einen bestimmten Auftrag haben will, wo ich gesagt habe, naja, ich bin Unternehmer, also wäre ja dumm, wenn ich ihn nicht haben wollte. Spielen immer nur drei Sachen eine Rolle. Erstens, wie hoch ist der Aufwand? Zweitens, wie hoch ist der Ertrag? Und drittens, wie hoch ist das Risiko? Natürlich spielt auch immer eine Risikobewertung eine Rolle. Und insofern ist diese Entscheidung dann anstelle des Paars, das Tupel zu nehmen, sicherlich der Weg zu sagen, der Umbau, der dann notwendig ist, wenn ich das dritte Element dazu nehme, ist geringer. Performance-technisch wird sich beides nicht großartig unterscheiden. Ob ich nun ein Paar nehme und dann habe ich halt ein First und ein Second als Parameter, oder ich nehme das Tupel, was eben über diese Rekursion mit dem Get 0, Get 1, Get 2 und so weiter auf die entsprechenden Elemente zugreift. Insofern ist es aus der heutigen Sicht vielleicht sogar fast immer vernünftiger, selber auf das Paar zu verzichten und das Tupel zu nehmen, eben weil immer eine gewisse Erweiterung erwartet werden muss. Wo historisch das bedingt ist, dass das eben ein Paar war, muss ich jetzt nicht auf Teufel komm raus umbauen. Und ich sage mal, wo es von außen kommt, durch eine Drittbibliothek, die natürlich gerade im C++-Bereich auch sehr stark von solchen Sachen Gebrauch gemacht haben, muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen, da habe ich ja keine Entscheidung, da muss ich ja die Drittbibliothek akzeptieren. Interessanter ist sicherlich die Frage, wann nehme ich eine Map und wann nehme ich einen Vektor. Und als wir den letzten Stream hatten und ich hatte das gezeigt, habe ich ja schon, ich glaube, ich habe schon angelegt und gesagt, da, wenn wir den zweiten Teil der Aufgabe lösen, einen Vektor, und dann brauchen wir die Reihenfolge, und das hat doch für Verwirrung gesorgt. Und deswegen auch hier nochmal ganz klar der Hinweis an alle, fragt zwischendurch so viel wie möglich. Desto mehr ihr fragt, desto mehr lernt ihr auch in dieser ganzen Geschichte. Und das ist das, was wir wollen. Ich bin nicht hier, weil ich Spaß daran habe, zu erzählen. Das fällt mir im Moment sogar immer noch schwer. Aber ich habe Spaß daran zu lernen, den Erfolg zu sehen und den Erfolg zu spüren und zu wissen, dass eben doch ein paar Entwickler vielleicht Impulse mitnehmen, Anregungen mitnehmen, vielleicht auch wieder in die bessere Richtung, aus meiner Sicht bessere Richtung tangieren und dann C++ machen und sich nicht für andere Sachen entscheiden. Insofern gucken wir, langsam wird's voll, können wir mit der Sache beginnen. Fangen wir nochmal an, was eigentlich immer wieder bei einigen für Verwirrung sorgt. Ich wundere mich da regelmäßig drüber. Aber das ist auch normal. Also ich kann mich an die Zeit erinnern mit meinen Kindern und ich habe Mathehausaufgaben mit denen gemacht. Und nun ist das sicherlich so, Mathematiker, als Elternteil ist für Kinder sicherlich eine Strafe in bestimmten Belangen, da muss man gar nicht drüber diskutieren. Und insofern, ich glaube, es war Primfaktorzerlegung, um die das damals ging. Banana Kit, hi, für dich auch einen schönen Gruß. War Primfaktorzerlegung oder irgendwie was in die Richtung. Und ich konnte ihnen immer sagen, was richtig und falsch ist und dass das Ergebnis da ist. Ich konnte ihnen aber nicht erklären, wie es funktioniert. Und das ist natürlich ein Phänomen, desto mehr man in einer bestimmten Materie steckt, desto mehr man weiß, desto schwieriger ist es, sich vorzustellen, was andere nicht verstehen können. Und nun mache ich seit vielen Jahren Schulungen und Seminare und spreche auf Veranstaltungen. Insofern habe ich schon ein relativ gutes Gefühl, was kann man den Leuten zumuten oder nicht zumuten. Aber nichtsdestotrotz kann das auch mal versagen. Und deswegen ist es dann ganz wichtig, zu bremsen und zu sagen, stellt Fragen und überlegt euch das, warum bestimmte Dinge so sind. Hatten wir das als Aufgabe? Genau, das war die letzte Aufgabe, glaube ich. Wir hatten also Konstanten, wir hatten Faktoren. Ich hatte auch schon über die Risiken gesprochen, die beim Rückwärtsrechnen entstehen.
Was ist, wenn diese Folgen sich vermischen? Das heißt, wenn ich rückwärts laufe und versuche, das aufzulösen und da bildet sich plötzlich eine Schleife. Da muss entsprechend reagiert werden. Da müssen entsprechende Fehlerkontrollen rein. Auch darüber haben wir viel gesprochen in den letzten Veranstaltungen, dass ich immer wieder gesagt habe, lieber eine Fehlerkontrolle mehr als eine zu wenig. Wenn ihr für euch was ausprobieren wollt, könnt ihr auch schnell ein Asset reinschreiben und sagen, bumm, dann bricht das Programm halt ab. Und ich bin ja eh in der IDE, dann sehe ich auch, wo das, wie und was passiert ist. In einem Programm, was beim Kunden vor Ort läuft, auf das ihr dann später vielleicht auch gar keinen Einfluss mehr habt, ist es natürlich so, dass bei jeder Fehlermeldung möglichst viele vollqualifizierte Informationen mit übergeben werden müssen. Das hatten wir in Adexular gemacht, dass wir auch die Funktion mit ausgegeben haben, dass wir Zeile und Datei mit ausgegeben haben, wo der Fehler stattfindet. Wenn wir im Datenbankbereich Fehlermeldungen generieren als Firma, dann steht da ganz oft das Statement mit drin, da steht die Connection, die Parameter zur Connection mit drin, da stehen die Connection, die Active Directory-Werte mit drin, die das Ganze auslösen. Das ist also wirklich ein Text von 3, 4 Seiten, der aus der Fehlermeldung generiert wird, inklusive aller Parameter, die gesetzt wurden, um eben dieses Statement auszuführen, damit man überhaupt eine Möglichkeit hat, als Entwickler das zu rekonstruieren. Und wie gesagt, das muss euch völlig klar sein. Keiner von uns, keiner ist in der Lage, fehlerfrei zu programmieren. Insofern immer so viele Informationen wie möglich in die Fehlermeldung. Und hier schlummern wirklich eine ganze Reihe von Problemen, die durch die konkrete Aufgabenstellung sicherlich nicht auftreten werden, weil der Fokus dieser Aufgaben lag ja darin, möglichst schnell einen Algorithmus zu finden. Und nicht darin, ein möglichst stabiles Programm auch für zukünftige, veränderte Eingaben zu erzeugen. Nichtsdestotrotz sollte man als verantwortlicher Programmierer immer auch diesen Prozess im Kopf haben, um eben wirklich zu ermöglichen, dass wenn ihr mit echten Problemen zu tun habt, dass ihr es dann auch wirklich macht. Wenn ihr es nicht trainiert habt davor, auf bestimmte Ausnahmesituationen zu reagieren, wenn ihr nicht gelernt habt, diese Ausnahmesituationen zu erkennen in der Anforderung, also sofort im Hinterkopf Probleme zu analysieren und zu sagen, wenn das, dann kann das schiefgehen, da kann das eben auch schiefgehen. Was ist, wenn da irgendwie was passiert? Und nur so ist man in der Lage, am Ende nicht fehlerfreie Programme zu schreiben, aber zumindest fehlertolerante Programme zu schreiben, die uns das ermöglichen, sehr schnell zu reagieren. Und C++-Compiler sind nicht nur langsam, sie sind auch sehr gründlich. Das hilft uns sowieso schon in vielen Dingen, zumindest technische Probleme zu vermeiden. Aber inhaltliche Fehler sind eben viel schwerer zu finden und deswegen ganz wichtig, das entsprechend aufzubereiten. Aber wir hatten hier diese Konstellation und wir hatten ja eine Map gebildet und gesagt, wir speichern das in die Map. Wir haben hier unsere Variable, da haben wir einfach einen String genommen. Ich schreibe hier mal nicht das STD davor. Und dahinter haben wir, ich weiß gar nicht, wie wir es, ein Exception, ja, ein Ausdruck dahinter abgelegt. Und der Ausdruck konnte aus einer Zahl bestehen oder eben einer Rechenvorschrift. Und diese Rechenvorschrift hatten wir dann über eine Enium geschlüsselt in ein Datenmap, auch in eine Datenmap gelegt und haben das entsprechend verarbeitet. Und diese Eingabe haben wir in diese Map geschlüsselt mit diesem String eingelesen. Und ich hatte, als wir das gemacht haben und begonnen haben, gleich schon so einen Vektor, einen sehr ähnlichen Vektor mit aufgebaut und hatte im Nebensatz gesagt, den brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir rückwärts rechnen, weil da spielt die Reihenfolge eine Rolle. Und dieser Satz, der hat doch für viel Verwirrung gesorgt, weil natürlich haben wir hier auch eine Reihenfolge. Nur die Reihenfolge in der Map ist eben immer klar gegeben. Und ich mache das jetzt einfach mal mit einem B-Baum, mit einem einfachen Baum. Ich habe das erste Element, was ich einfügen will. Nehmen wir mal an, das ist D. Das erste Element, was da ist, das kommt, ist einfach zu verwalten. Das heißt, wir haben hier irgendwo einen Verweis, der auf diesen Baum zeigt. Ich schreibe mal schon Map daneben, der auf diesen Baum zeigt und der entsprechend eingeordnet wird. Damit das Ganze funktioniert, hat die Map drei Typparameter. Die hat oder 4 Typparameter sind sogar, 4 Typparameter, die eine Rolle spielen. Das haben wir, als wir versucht haben, eine Map zu erkennen während der Vorlesung im letzten Semester, haben wir das Ganze auch mal durchgespielt, dass wir gesagt haben, okay, ich möchte bestimmte Daten erkennen, ob das eben eine Map ist oder ob das ein Vektor ist oder ob das eine Liste ist oder ob das ein Set ist. Man möchte das erkennen, damit man entsprechend reagieren kann in der Metaprogrammierung.
Da hatten wir schon drüber gesprochen. Das erste Element der Map ist immer der Key. In diesem Fall unser D. Das zweite Element ist der, ich schreibe mal Value, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, der innenliegende Typ, der Content, der mit dem Map gespeichert wird. Der dritte Typ ist der Allocator. Der Allocator sorgt dafür, wie wird der Speicher bereitgestellt, wie läuft das Ganze. Allocator, das sagt der Name schon. Und das vierte Element ist der Comparer. Das heißt, wenn wir, so rum sind sie eingeordnet, also wenn wir eine Map definieren, dann schreiben wir sie ganz oft nur als Map. In unserem Fall hatten wir es ja gemacht mit einem String und ich schreibe mal Data. Und dann schließen wir, weil diese Elemente hier standardbesetzt sind. Das heißt, es gibt einen Standard-Allocator, der dafür sorgt, dass in der STL der Speicher entsprechend angefordert wird. Und es gibt den Standard-Vergleicher. Das heißt, wenn dieser Datentyp, den wir hier verwenden, in unserem Fall war das ja ein String, über Vergleichsoperatoren verfügt, dann kann er als Schlüssel eingesetzt werden. Wenn er nicht über Vergleichsfunktionen oder Vergleichsmethoden verfügt, dann kann er nicht eingesetzt werden, müssten wir das entsprechend ergänzen. Wir haben gesehen, dass wir Operatoren an jeden beliebigen Datentyp anhängen können. Ausnahme ist, wir können keine Konstruktoren nachpflegen und wir können kein Assign nachpflegen. Und Conversion glaube ich auch nicht. Das ist zu dicht mit dem Konstruktor verheiratet. Aber Vergleichsoperatoren könnten wir auch an einen Charakter schreiben. Wenn wir sagen, wir wollen unbedingt eine Charakterzeichenkette haben, aber wir haben keinen Vergleichsoperator, dann können wir natürlich hingehen und können im Nachhinein hingehen und können einfach für diesen Datentyp die Operatoren nachschreiben. Das ist ja genau dieses veränderte Schnittstellenprinzip von C++. Argument dependent name lookup oder eben Fisher lookup. Oh, was dafür sorgt, dass wir eben in C++ solche Geschichten machen können. Dann müssten wir halt hingehen und müssten für diesen Datentyp in der Sichtbarkeit dieser Definition hier die Operatoren ergänzen. Und wir brauchen in der Standardauslegung ist das immer ein Less, was hier angegeben wird als Operator. Wir brauchen also nur den kleinen Operator und den Ungleichoperator. Das erklärt sich auch gleich. Wir könnten natürlich auch hingehen und könnten nicht mit dem Less das, die Map aufbauen, sondern wir könnten das auch mit dem Greater aufbauen. Oder wir könnten uns einen eigenen Operator schreiben. Wieder oder einen Operand schreiben, der diesen Part hier vollständig für uns übernimmt. Und das ist auch der Dreh, das war das, was ich im Nebensatz gesagt hatte, im Nachhinein so ein bisschen bereue, weil das eben auch für die Verwirrung mitgesorgt hat. Natürlich kann ich hingehen, wenn ich mir selber ein Sortierkriterium umdefinieren kann oder definieren kann, dann könnte ich natürlich auch hingehen und könnte das so definieren, dass meine Aufgabe gelöst wäre. Dass ich also meine Rückwärtsdefinition quasi schon mit automatisch gehabt hätte. Das hätte ich geschickt damit erledigen können. Und in vielen Fällen reicht das tatsächlich auch aus. Und wenn ihr euch bestimmte Daten anguckt, und auch das habe ich ja erwähnt schon, und vielleicht nochmal zur Erklärung. Wenn man die Rente rechnet, habt ihr in dem Jahr einen bestimmten Betrag, den ihr gezahlt habt. Dann gibt es die Bemessungsgrundlage, die von BFA definiert wird. Dieser Zahlbetrag durch diese Bemessungsgrundlage wird dividiert und daraus ergibt sich ein Faktor. Diese Zahlen werden jedes Jahr, weiß ich gar nicht, Dezember, Januar manchmal erst fürs nächste Jahr definiert, die werden also vorgegeben, danach reguliert sich das. So rechnet sich übrigens auch eine BFA-Rente, also nicht nur bei den Versorgungswerken, sondern auch eure Rente, wenn ihr eine ganz normale Rente habt, rechnet sich im Grunde genommen über diese Faktoren. Und bei den berufsständischen Versorgungswerken war es eben so, dass man hingegangen ist und hat gesagt, okay, die Mediziner, die haben am Anfang ganz wenig Geld verdient. Die ersten 3, 4, 5 Jahre verdienen die kein Geld. Das hängt sicherlich auch davon ab, ob es ein Humanmediziner ist oder ein Tiermediziner ist oder ein Zahnarzt ist. Das ist ja die sogenannte, ich glaube, MDA-Zeit, Medizin oder Assistent. Also ich glaube, MDA ist die Abkürzung dafür. In der Zeit soll es sogar Ärzte geben, die Geld dafür bezahlen, dass sie diese Geschichte kriegen, weil das müssen sie machen, um ihr Studium eben entsprechend zu beenden. Und wir hatten, wie gesagt, für die Ärzte diverse Rentenberechnungen geschrieben.
wir hatten für die Ärzte diverse Rentenberechnungen geschrieben und ich weiß jetzt gar nicht bei welchen, ist ja auch völlig egal. Bei manchen waren das 3 Jahre und irgendwann tauchte ein Versorgungswerk auf, da waren das 5 Jahre, die rausgeklammert wurden. Und zwar werden diese Jahre nicht einfach weggelassen, nein, um Gottes Willen, aber sie werden aus dem Durchschnitt herausgenommen. Weil wenn ich eine gewisse Zeit gezahlt habe und hier tritt die Berufsunfähigkeit ein, dann gibt es ja eine Berufsunfähigkeitsrente und die wird dann quasi mit dem Durchschnitt, der schon erreicht wurde, weitergerechnet. Man tut dann also so, als wenn die Leute quasi weiterzahlen würden, wie sie bisher gezahlt haben. Und aus dieser Durchschnittsberechnung wurden die entsprechend herausgenommen. Interessant ist ja, wenn dieser BA oder dieser Berufsunfähigkeitsfall eintritt, bevor diese Jahre hier abgelaufen sind, dann gibt es tatsächlich eine gültige Division durch Null in der Berechnung. Wieder jeder, der jetzt sagt, oh, dividieren durch Null geht nicht. Dividieren durch Null ist verkehrt. In diesem Fall ist eine Division durch Null tatsächlich Null. Und das ist wieder dieses Mathematiker. Und als Programmierer haben wir noch viel mehr damit zu tun, dass wir eben nicht einfach sagen können, nee, halt stopp, sondern wir müssen hingucken, was da wirklich passiert. Und das ist nicht immer das, was wir aus dem normalen Bereich sehen. Und jetzt kamen irgendwelche, ja, weiß ich nicht, Rechtsanwälte, Architekten, die plötzlich gesagt haben, wir klammern nicht die 3 ersten Jahre aus, sondern wir klammern die schlechtesten Jahre aus. Weil in unserem Beruf ist es so, dass wir an Ausschreibungen teilnehmen, ein ganzes Jahr vielleicht was tun, kein Geld kriegen. Dann zahlen wir auch wenig Geld in die Versicherung. Aber das Jahr darauf kriegen wir den Zuschlag. Das heißt, wir verdienen ganz viel Geld und dann zahlen wir auch ganz viel in die Versicherung ein. Und deswegen wurde bei denen gesagt, passt mal auf, wir klammern nicht die letzten Jahre aus, sondern wir klammern die schlechtesten Jahre aus. Und jetzt festhalten, das ist wirklich passiert. Dann hat eine IT-Abteilung über Monate, eigentlich sogar über fast 2 Jahre, ein neues System dafür entwickelt, für dieses Versorgungswerk. Und wir sind hingegangen in der Mathematik und haben uns das Ganze angeguckt und haben gesagt, das Einzige, was sich ändert, ist der Vergleichsoperator. Das heißt, wenn ich diese Reihen einmal nach dem Jahr sortiere, das hier halt steht, was ich 1970, 1971, 1972 und so weiter. Und jetzt bin ich weit zurückgegangen. Ist eigentlich 70 gearbeitet, wer denn nicht? Ach, der müsste schon, glaube ich, lange in der Rente sein. Ist egal. Dann haben wir 90. 91, 92, 1993. So, nach dem Jahr sortiert für die normalen Versorgungswerke. Und ich nehme die unteren 5 hier raus oder die unteren 3 raus. Kann ich das über einen Parameter, hier typischer Parameter in der Entscheidung, kann ich das über einen Parameter entscheiden? Habe ich sowohl das eine als auch das andere Versorgungswerk erreicht? So, wenn ich das Ganze jetzt für die Architekten mache an der Stelle, muss ich aber nur eine Umsortierung nach dem Faktor machen. Dieser Faktor muss ja um die 1 pendeln. Zahlt er mehr als die Bemessungsgrundlage, ist der Faktor über 1. Zahlt er weniger, ist er unter 1. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe, das Sortierkriterium umorganisiere und nicht mehr aufsteigend nach den Jahren sortiere, sondern aufsteigend nach den Faktoren sortiere, dann kann ich mit demselben Algorithmus ohne eine Veränderung hingehen und kann die schlechtesten Jahre entfernen. Das heißt, der einzige Unterschied in der Aufgabenstellung zwischen diesen so gründlich verschiedenen ITs, die dafür gesorgt hat, dass ein Unternehmen viel Geld bezahlt hat, 2 Jahre Entwicklungszeit investiert hat, lag einfach nur in dem Sortieralgorithmus. Klar, kommen noch Feinigkeiten dazu und auch wir haben das nicht in einem halben Tag gemacht. Ich glaube, wir haben damals einen Monat gebraucht, um das umzusetzen. Aber ist ja auch egal. So, und das ist das, was wir eben immer erkennen müssen, wenn wir reingucken und bestimmte Sachen erkennen und sagen, halt stopp, deswegen ist ein Sortierkriterium im schlimmsten Fall eben auch wichtig. Und wie gesagt, über eine Map können wir quasi ein Sortierkriterium vorgeben. Natürlich ist es aber in vielen Fällen einfacher, einen Vektor zu nehmen und den Vektor zu sortieren. Und dann sind wir schon bei dem Punkt, dass wir gesagt haben, Map auf der einen Seite versus dem Vektor auf der anderen Seite. Die Map hat immer ein Sortierkriterium, das kann ich nicht verändern. Bei der Anlage der Map in den Daten wird festgelegt, wie soll das entsprechend aufgebaut sein, wie soll das sortiert sein. Der Vektor ist einfach nur Elemente, die hintereinander stehen, die willkürlich, die lose hintereinander stehen. Und damit haben wir jederzeit die Möglichkeit, den Vektor zu manipulieren, umzuändern, um zu sortieren an der Stelle auch, Elemente zu entfernen. Klar, das können wir in der Map auch.
Wir können Vektor natürlich auch trennen, wir können ihn splicen. Viele Dinge geht bei der Map auch, aber was wir bei der Map nicht können, ist, wir können sie nicht sortieren. Warum nehmen wir sie denn aber überhaupt? Und warum die Entscheidung, an der Stelle eine Map zu nehmen? Nochmal die Erinnerung, wir hatten hier diese Variablen mit den Bezeichnern und wir sehen auch, dass die nicht sortiert kommen. Das ist also gut für uns sogar an der Stelle. Das will er nicht wegnehmen. Jetzt haben wir es. Machen wir mal nicht das D, fangen wir mal in der Mitte an. Der erste, der einsortiert werden soll, fängt mit dem M an. Nehmen wir mal an, es ist auch nur das M. Und wie funktioniert die Map jetzt? Und warum ist sie so effizient, wenn es darum geht, Dinge zu finden? Ich erkläre es jetzt am Binärbaum, weil mit dem Binärbaum ist das sicherlich einfacher zu erklären. Jetzt kommt das nächste Element mit einem E, das eingefügt werden soll. Das heißt, der Insert-Befehl für das E kommt. Und ein Baum funktioniert ja immer relativ simpel. Der Vergleichsalgorithmus wird eingesetzt. Nehmen wir mal an, wir haben den normalen Kleiner-Gleich-Algorithmus mit im Spiel. E ist kleiner als M, also wird das E auf der rechten Seite des Baums angesiedelt. Jetzt kommt jemand mit dem R. So, gucken wir, das R ist größer als das M, als M, also wird es auf der rechten Seite angesiedelt. Jetzt kommt jemand mit dem B. M ist kleiner, B ist kleiner als M, also gehen wir zum linken Zweig. Der linke Zweig ist aber nicht leer, dann geht es weiter, wir kommen auf einen Knoten. E ist auch noch größer als B, also B ist kleiner, also wird das B auf die Seite verschoben. Nehmen wir das U als nächstes, das U ist größer als M, das U ist größer als R, also wird das U auf die Seite verschoben. Und so bauen wir quasi den Baum auf. Und eine Map kann danach auch nicht mehr umsortiert werden. Weil gesagt, in diesem Bauprinzip steckt genau diese Sortierung mit drin. Das heißt, wenn wir travestieren, wenn wir durchlaufen, wenn wir auf Beginn gehen, können wir nicht einfach ein Element adressieren, sondern unser Algorithmus, also C++, geht von der Grundidee hin und sagt, okay, ich gehe vom M erstmal nach links, da ist ein Element, also gehe ich aufs E. Links davon ist immer noch ein Element, also gehe ich auf das nächste Element. Ich lande bei dem B. Und jetzt ist der linke Verweis leer. Und damit weiß, es ist das erste Element in der Reihung, was für mich eine Rolle spielt. Damit wird als allererstes Element das B zurückgegeben. Dann geht er zurück zum E. Der rechte Bereich ist leer. Damit geht er zurück zum M. So, dann ist er wieder oben angekommen. Das heißt, jetzt geht er in den rechten Bereich rein und geht immer erst, wenn links was da ist, nach links, ansonsten nach rechts. Und wenn er von links zurückkommt, geht er wieder nach oben, bis er an dem Punkt ankommt und geht dann in den rechten Baum rein. Und insofern travestieren wir, durchlaufen wir eine Map in der Reihenfolge des jeweiligen Sortierschlüssels. Das klingt furchtbar kompliziert. Haben wir alle irgendwann mal, also viele, die mit Informatik oder auch Mathematik oder Ähnliches studiert haben, haben Speicherstrukturen gehabt und haben sicherlich auch binäre Bäume gehabt. Das ist ein reiner binärer Baum. Dann kommen wir zum B-Sternbaum und zum Rot-Schwarz-Baum, der eigentlich bei der Map dahinter steckt, wobei das nicht definiert ist, eigenartigerweise. Im C++-Standard ist tatsächlich nicht definiert, wie das Ding implementiert sein soll. Das ist nur die Idee, die dahinter steckt. Warum nehmen wir jetzt in diesem Fall oder ist die Entscheidung auf die Map gefallen? Weil wir hier natürlich immer wieder Zugriffe auf Variablen haben. Und wir müssen die möglichst schnell finden. Und bedingt durch den Aufbau, gerade wenn es noch überbinär ist, also wie Sternbaum ist, ist natürlich der Suchweg kurz. Das heißt, hier in diesem Fall, und selbst wenn ich jetzt hier noch hingehe, A, B, C, D, E, nehmen wir mal an F, G, dass hier noch ein G mit dazugekommen ist, M, R, S, M, N, O, MNO, ein O mit hingekommen ist, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Elemente. Wenig Elementen ist das noch keine große Magie, aber mit spätestens zwei Zugriffen haben wir das Element. Das heißt, der Weg zu jedem Element ist relativ kurz. Haben wir die aber in einer Liste hintereinander stehen
und durchsuchen die, ist der Mittelzugriff, der mittlere Zugriff immer n halber, bis wir das Element gefunden haben. Also wir können davon ausgehen, es kann ja in der ersten Hälfte stehen, es kann in der zweiten Hälfte stehen, im Mittel werden wir n halber Zugriff haben. Während hier natürlich eine logarithmische Funktion hintersteckt. Das heißt, wir kommen viel schneller zu dem Ergebnis. Und weil die Hauptfunktion bei den Daten in der ersten Aufgabe daran bestand, diese Elemente im Speicher zu adressieren und wiederzufinden, ist die Entscheidung folgerichtig nur die Map. Ich hätte auch hingehen können und hätte einen Unsert, also einen Hash-Container nehmen können. Aber ich persönlich, ich bin kein Freund von Hash-Werten, weil ich habe viel zu sehr erlebt, was damit auch schiefgehen kann. Insofern würde ich an dieser Stelle immer zu dem Map tendieren, um eben sicherzustellen, dass wir einen möglichst kurzen Zugriff haben, dass wir diese Elemente schnell finden. Wenn ich jetzt aber von der Aufgabenstellung hingehe und sage, okay, wir haben jetzt hier diese Minimalaufgabenstellung und haben gesagt, die Idee war ja, wir haben irgendwo das Abschlusselement, wir haben die Root und wir haben diesen Human, der mit im Spiel ist hier. Und die Aufgabe war, dass dieser Human irgendwie eine andere Zahl nennt. So, und wir sollten ausrechnen oder müssen ausrechnen, wie verändert sich dieser Teil. Und damit müssen wir vom Human rückwärts gehen. Wir müssen gucken. Es darf nicht zu dieser Schleife kommen, das hatte ich schon gesagt. Wir müssen also auch Fehlerprüfungen entsprechend mit einbauen. Aber wir laufen von hier rückwärts und sagen, okay, ein Human ist irgendeine Zahl, die wir ausrechnen wollen. Das heißt, wir müssen erstmal den ganzen Rechenweg aufbauen, bis wir oben bei der Root ankommen. Weil hier ist die Veränderung durchgeführt worden, damit wir Unlaute, eine Gleichung lösen können. Und jetzt wieder zurück an eure früheste, das ist sicherlich untertrieben, ich weiß gar nicht, wann es gewesen ist, 6., 7. Klasse, als wir angefangen haben, mit Variablen zu rechnen, oder war es noch früher oder war es später. Irgendwann haben wir mit Variablen angefangen zu rechnen. Und wir kennen das alle nur mit Spielen. Ich habe vor kurzem eine niedliche Aufgabe gesehen, da war irgendwie, weiß ich gar nicht, da saß, glaube ich, eine Katze, ein Tisch und auf dem Tisch saß ein Vogel. Und dann waren hier verschiedene Höhenangaben drin. Das ist der Tisch und hier saß die Katze und hier wurde gesagt, also die Differenz ist so und wenn die umgekehrt sitzen, ist die Differenz so. Rechnet es aus. Und ich bin immer jedes Mal überrascht, dass die Leute sagen, wie kann man sowas rechnen? Das sind Gleichungen und Ungleichungen. Das haben wir in der Schule mal gelernt. Und wenn da steht, b ist gleich 2 mal a, können wir noch nicht viel damit anfangen. Das heißt, eine Gleichung mit 2 Unbekannten ist für uns erstmal nicht umstellbar oder lösbar. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass eine der Unbekannten eliminiert wird. Und das passiert in der Aufgabenstellung, dass gesagt wird, diese Operation hier ist eigentlich völlig egal. In dieser Operation machen wir ein Ist-Gleich. Und die Root, also die beiden sollen gleich sein. Das heißt, das Ergebnis der Root spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Und dann können wir das wieder umdrehen. Wir können also tatsächlich eine Subtraktion hier einbauen und sagen, wenn wir diese beiden Werte voneinander abziehen, dann muss die Root 0 sein. So, und jetzt geht der Spaß ja los, dass wir sagen können, okay, wir haben jetzt zwei, wir haben PPPW und wir haben SJMN als Variable. Lassen die sich jeweils auflösen, ohne dass Human eine Rolle spielt. Also in dem Moment, wo in beiden Bereichen die Variable Human reingespielt hätte, hätten wir die Gleichung nicht auflösen können. Das heißt, wir fangen jetzt an und sagen einfach, okay, wir stellen um, wir haben hier eine 0. Einer dieser Werte hier können wir nicht bestimmen, den anderen können wir bestimmen, ohne den Einfluss von dieser Variable. Dann können wir diese Gleichung umstellen. Das heißt, wir können über die Umkehroperation rechnen und können hingehen und sagen, wenn das ein Plus war, dann müssen wir eben danach Minus rechnen. Wenn das ein Mal war, dann müssen wir durchrechnen. Auch da spielt die Schule wieder eine Rolle, an die wir uns erinnern müssen. Und wie gesagt, die spielt natürlich, wir kriegen ganz oft die Frage, ist das für Programmierer wichtig, Mathematik zu können? Nicht mehr als für alle anderen. Natürlich spielt die Mathematik in allen Bereichen unseres Lebens doch eine sehr große Rolle. Und wenn ihr noch zur Schule geht, mein Hinweis an euch wirklich, vernachlässigt die Mathematik nicht, sondern versucht, die Gesetzmäßigkeiten zu verstehen. Und in den Gesetzmäßigkeiten der Mathematik gab es das sogenannte Kommutativgesetz. Das Kommutativgesetz.
Das heißt, a plus b ist gleich b plus a. Egal in welcher Reihenfolge wir das rechnen, wird es am Ende auch funktionieren. Dasselbe trifft auf die Multiplikation zu. Also auch in der Multiplikation steckt das Kommutativgesetz. A mal b ist gleich b mal a. Wir können also die Reihenfolge beliebig austauschen. Warum sage ich das? Wenn wir hier die Gegenoperation rechnen, wir sind ja hier auch rückwärts gegangen und haben gesagt, okay, rechnen wir das Ganze mal durch, damit wir auf die 3 in 1 kommen, dann hat das in diesem Beispiel funktioniert, weil wir Glück gehabt haben. Es würde aber in ganz vielen Fällen nicht funktionieren, weil hier an dieser Stelle sehen wir das schon. 150 ist gleich x durch 4. Jetzt ist die Frage, wie groß ist x? 600, also 4 mal 150, das hat funktioniert. Was ist aber, wenn die Reihenfolge bei der Division vertauscht ist? Das heißt, ich habe da stehen, 5 ist gleich 20 durch x. Können wir das jetzt auch einfach durch die Umkehroperation realisieren? Was ja bedeuten würde, wir rechnen 5 mal 20. 5 mal 20 würde aber 100 ergeben und 5 durch 20, also 20 durch 100 ist bestimmt nicht 5. Das heißt, hier hätten wir falsch gerechnet. Das liegt an dem nicht vorhandenen, oder das liegt daran, dass das Kommutativgesetz an dieser Stelle nicht gilt. Wir können die Faktoren nicht beliebig umtauschen. Insofern bleiben wir bei der Division. Das heißt, wir müssen dann den ersten Operanden nehmen und müssen ihn durch das Ergebnis teilen, 20 durch 5, und dann kommen wir auf 4. Das heißt, hier ändert sich die Operation nicht, nur die Reihenfolge verdrehen wir. Das heißt, solche Zusammenhänge, die Mathematik ist nur die Sprache der Naturwissenschaft. Diese Gesetzmäßigkeiten ziehen sich in ganz viele andere Bereiche hinein. Und nicht nur, wenn wir mit Zahlen rechnen. Also ich möchte gar nicht darüber reden, dass viele Leute keine Mehrwertsteuer rechnen können, dass viele Leute nicht in der Lage sind, einen simplen Dreisatz zu rechnen in Deutschland. Sondern die Gesetzmäßigkeiten, die hinter der Mathematik stecken, ziehen sich in alle Bereiche des Lebens hinein und müssen dann nicht berücksichtigt werden. Das heißt, wir brauchen nur für die, erstmal hundertprozentig für die Operationen, die das Kommutativgesetz haben, können wir auch die Gegenoperation nutzen. Und für die anderen Operationen ist die Frage, weil wieder die Umkehrung genommen. Wenn wir jetzt hingehen würden und würden sagen, fünf ist gleich x durch 4. Jetzt zieht ja tatsächlich die Umkehroperation. Das heißt, jetzt gehe ich hin und sage, 5 mal 4 ist 20, x ist gleich 20. Das heißt, für alle Operationen, wo das keine Rolle, also wo das Kommutativgesetz nicht gilt, wo die Reihenfolge wichtig ist, muss ich unterscheiden, mit welchem der Operanden ich in Berührung komme und welcher der Operand offen ist. Und dann muss ich hingehen und muss sagen, okay, für die normale Operation, wenn ich den hinteren Term suche, brauche ich die Umkehroperation. Wenn ich den vorderen Term habe und den hinteren suche, dann muss ich die Reihenfolge der Operanden tauschen, aber ich bleibe in derselben Operation. Das war die Sache, an denen einige gescheitert sind, als sie dann rückwärts gerechnet haben, weil sie gesagt haben, naja, jetzt haben wir die Umkehroperation und haben das versucht nachzuprogrammieren. Das hat am Ende doch nicht funktioniert. Insofern gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal an. Also immer dann, wenn wir schnell was finden wollen und die Reihenfolge an sich zwar relevant ist, die braucht halt zum Schnellfinden, aber nicht verändert werden muss oder nicht durch irgendwelchen Algorithmen bestimmt. Es ist eine Map, die beste oder eine der besseren Speicherstrukturen in dem Moment, wo die Reihenfolge aber nicht nochmal umsortiert werden muss, wo tatsächlich eine Reihenfolge eine Rolle spielt, wie ich die Elemente gefunden, gelesen habe. Oder aber, dass ich sie umsortieren möchte für mich nochmal, um sie in eine andere Verarbeitungsweise zu bringen, dann ist die Map schlecht an der Stelle. Dann muss ich hingehen und muss das Ganze eben in einen Vektor speichern und kann den nachträglich umsortieren. Oder die Elemente kommen eben in der Reihenfolge und können auch wieder in der Reihenfolge verarbeitet werden, wie ich sie haben möchte. Hier in unserem Fall in der umgekehrten Reihenfolge. Auch das vielleicht nochmal zur Bemerkung. Wir fangen ja hier an, das aufzulösen und sagen, Human ist 5. Dann gehen wir hin und suchen uns den Human. Den finden wir hier. Ich räume mal hier ein bisschen ab. Wir suchen uns den Eintrag Human 5. Die 5 spielt keine Rolle. Das ist unser Fragezeichen. Den Wert möchten wir haben. Dann suchen wir diese Variable. Finden Sie hier in dieser Zeile.
gucken, wie können wir das Ganze umstellen, damit das Ganze passiert. Können wir eins als Konstante definieren, das andere eben nicht als Konstante definieren. Und dann finden wir das DVPT mit der 3 ist eine Konstante. Das heißt, unsere eigentliche Variable, die uns interessiert, die nächste Variable in der Kette ist die PTDQ. Das heißt, die muss hier irgendwo wieder auftauchen. Da haben wir sie. Das heißt, wir haben wieder ein Ergebnis, was da ist, was gesetzt werden kann. Und müssen wieder gucken, welche Variable ist die Variable, die sich eine Konstante auflösen lässt, welche Variable geht quasi weiter in Richtung meiner Root. So, und so lösen wir diese Kette auf. Und wenn wir dann oben angekommen sind, als allerletztes, war das die BPPW, war glaube ich hier, haben wir ihn, der ja hier einfließt. Das heißt, dieser Wert hier ist gegeben. Das ist die Konstante, die mit im Spiel ist. Und von da an können wir rückwärts anfangen zu rechnen, können diese Variable bestimmen, gehen dann mit diesem Wert, der hier, der dabei rauskommt, gehen wir in diesen Punkt rein, stellen die Funktion, die Gleichung wieder entsprechend um und gehen quasi in der umgekehrten Reihenfolge. Also wir laufen von vorn, wir laufen von Human los, suchen uns die Schlange, die muss eindeutig sein, sonst haben wir verloren, und gehen dann in der Berechnung quasi rückwärts wieder zurück, bis wir auf diese ganze Geschichte kommen. Und das ist der Algorithmus, den wir implementieren müssen. Deswegen hier an dieser Stelle für dieselbe Aufgabe tatsächlich in zwei verschiedene Container. Einmal für die eigentlichen Hauptberechnungen und auch die laufende Berechnung natürlich immer die Möglichkeit, auf die einzelnen Gleichungen zuzugreifen, auf die Konstanten ja auch, die da drin stehen, zuzugreifen, dafür das Map, was immer da sein muss, und auf der anderen Seite eben der Stack, der Rechenstack, den wir einmal aufbauen und dann wieder rückwärts rechnen mit den entsprechenden Funktionen, wo wir eben nicht hingehen und sagen, wir können das in der Map speichern. Das habe ich sogar fast vorneweg dran gedacht. So, Fragen? Oder habe ich jetzt völlig verwirrt? Keine Fragen, aber verwirrend waren deine Erklärungen schon. Also wie gesagt, Map hat immer eine Sortierreihenfolge. Dadurch können die Elemente schnell gefunden werden. Und eben wirklich nach dem Baumprinzip. Das ist ein Baum, der dahinter steckt, in den sich das Ganze auflöst. Und warum meldet der sich jetzt? Keine Ahnung. Und ein Vektor ist beliebig umsortierbar und hat eben, dann stehen die Elemente einfach in ihrer natürlichen Reihenfolge hinter. Und es war ja das, wo wir angefangen haben, dass wir hier gesagt haben, wir definieren uns unsere Map mit den Operations. Und hier, wie gesagt, könnte man jetzt ein Tupel einsetzen. Also die Frage war, warum habe ich hier keinen Tupel genommen? Es sind nur zwei Elemente. In dem Moment, wo ich ein drittes Element mit ins Spiel bringen wollte, vielleicht gilt das Kommunikativgesetz, wir können es ja nachher mal bauen, dann muss ich das Ganze natürlich zu einem Tupel umbauen, weil ein Paar kann einfach nur zwei Elemente verarbeiten und ist damit in sich begrenzt. Und wenn man über Erweiterbarkeit nachdenkt, dann sollte man auch sowas machen, hier dieses Long-Long zum Beispiel, dass ich sagen kann, ich nehme mir hier sowas wie einen Base-Type und definiere den einfach als Long-Long using Schlüssel zu allem, was wir irgendwie machen.
definieren wir uns den als Long Long. Und wenn ich später irgendwann mal auf die Idee kommen würde und würde sagen, Long Long, vielleicht reicht es nicht, Elemente sind zu klein und ich habe doch nur positive Zahlen im Spiel, möchte ich vielleicht einen Unsigned Long nehmen. Und da habe ich nur mit kleineren Zahlen zu tun und möchte schneller werden, möchte ich einen Int nehmen. Dann müsste ich jetzt hier natürlich hingehen und müsste ganz viel Tipparbeit leisten. Und das fängt hier schon an. Der Rückgabewert ist natürlich dadurch bestimmt, ist hier in diesem Fall unser Base-Type. Der Typ ist unser Base-Type. Der Typ ist unser Base-Type. So, jetzt haben wir schon Erweiterbarkeit. Und jetzt sieht man schon, jetzt zieht sich der rote Faden durch. Bearbeiten, suchen und ersetzen, Schnellersetzung, Long, Long gegen Base-Typen. Weil er nur 18 Mal ersetzt, warum er jetzt hier nicht reingegangen ist, ist mir schleierhaft. Also er hat die Leerzeichen auch noch mit eliminiert. Hatte ich ein Leerzeichen mit angegeben, ist natürlich blöd. Dann kann er das hier auch nicht ersetzen. So, dann haben wir hier die entsprechende, und hier ist ein Undefined hinter, genau, haben wir das hier entsprechend umgesetzt. Und ich hoffe mal, dass wir das an ganz vielen anderen Stellen, nee, gerade nicht, weil unsere Variante hier ist natürlich auch ein Base-Type. Warum hat er denn wieder das Leerzeichen weggenommen? Und hier an der Stelle war es natürlich verkehrt. Und jetzt können wir reagieren. Jetzt haben wir mit dieser einen Kleinigkeit haben wir erreicht, dass wir unser Programm entsprechend anpassen können. Und deswegen sind Templates auch so wichtig. Weil jetzt kann ich natürlich ein Template schreiben, was auf die Eingabe reagiert und dann auch unterscheidet, entsprechend mit den Typen reingeht. Das heißt, ich kann mein Programm wie so einen flexiblen Baukasten zusammenbauen und kann entsprechend reagieren und kann Dinge umsetzen und machen. Ich glaube, das ist noch nicht hochgeladen, aber das laden wir heute Abend hoch. Sonst wäre es ja langweilig. Also immer den Blick nach vorne, immer versuchen, die Änderung schon mit einzubauen und zu berücksichtigen und zu sagen, nee, das, was wir heute denken, kann morgen völlig anders sein. Und da liegt, glaube ich, auch das große Geheimnis. Naja, wir werden noch ganz viele Stellen haben, wo wir das verruiniert hatten. Also nicht suchen und ersetzen beim nächsten Mal. Suchen, Schnellsuche, Base Type. Jetzt sollten wir alles wieder korrigiert haben, dass wir im Grunde genommen solche Veränderungen mit einbauen. Und hier sehen wir, hier oben gab es die Map über den Operations Type und das entsprechend. Hier unten hat sich auch wieder eine Map gegeben. Hier sind unsere eigentlichen An- oder Aufgabe war in dieser Expressions Type geschlüsselt, dass wir gesagt haben, Map mit dem String und der eigentlichen Expression. Entweder eine Konstante oder die Rechenvorschrift, die dahinter steckte.
Das war eben genau hier, waren die Operations und auch hier war die Variante über diesen Expression Type einfach definiert. Entweder ist es der Base Type, also jetzt Long Long, oder es ist T-Operations. Eine Struktur, die hier einfach als Struktur angegeben wird, die eine Rechenvorschrift definiert. Irgendeins von dieser Sache muss eben mit im Spiel sein. Dann hatten wir uns die Hilfskonstruktion gemacht, dann hatten wir die Print-Funktion, wir hatten Set und wir hatten Get implementiert. Wir hatten Set und wir hatten Get implementiert, um eben auf diese Elemente zuzugreifen. Und das kann ich beliebig erweitern. Natürlich ist es so, wenn ich nicht objektorientiert an die Sache rangehe, wenn ich objektorientiert daran gehe, dann brauche ich eine Klasse, die in sich geschlossen ist, mit Manipulatoren, Selektoren und allem, was dazugehört. Die Idee C++, erstes Element, bestimmt quasi die Zugehörigkeit zu einem Typ. Das ist dieses Argument Dependent NameLookup, was dahinter steckt. Deswegen sehen wir hier bei der Z-Funktion die Referenz auf diesen Expressions Type und bei dem Get auch die Referenz auf diesen Expressions Type. Der erweitert also quasi diesen Typ um diese beiden Funktionen. Und jetzt kann ich natürlich hingehen und kann beliebig Funktionen ergänzen. Ich kopiere jetzt einfach mal wieder einen ganzen Block mit rein. Also nicht einen ganzen Block, eine Funktion mit rein. Ich könnte mir also eine Funktion, ist das Ganze eine Konstante, schreiben. Auch hier wieder der Expression Type als Referenz, der erste Parameter. Das ist der Typ, der quasi erweitert wird. Und die Variable, um die das geht. Und die Frage, die vielleicht eine Rolle spielt, handelt sich das prinzipiell um eine Konstante, weil dann muss ich ja nichts berücksichtigen. Für mich sind die Konstanten eigentlich die besten Werte, weil die haben schon ihren entsprechenden Wert in sich bei dieser ganzen Geschichte. So, und wie entscheide ich, ob das eine Expression ist? Ich suche natürlich erstmal, ob es diese Variable überhaupt gibt. Hier wieder der Hinweis, neue If-Anweisung, C++ 17. Die Initialisierung wird quasi in den ersten Teil der If-Anweisung geschrieben, vor ein Semikolon, ähnlich wie bei der Voranweisung. Und dahinter kommt erst der eigentliche Ausdruck. Der erste Teil muss nicht stehen, um die Kompatibilität zu bisherigen C++-Anwendungen zu halten. Insofern kann da mittendrin ein Semikolon stehen. Wenn ein Semikolon steht, dann ist der erste Teil, das hier, die Initialisierung. Das heißt, diese Variable Expression, die wir hier aus dem Find entsprechend zuordnen, Iterator innerhalb dieser Map, existiert nur innerhalb der kompletten If-Anweisung. Und auch innerhalb der kompletten If-Anweisung, also auch im Else. Sowohl im True-Fall, in dem, was nach if folgt, als auch in dem Bereich, der im False-Fall nach else folgt. Das heißt, diese Variable Expression existiert nur begrenzt in ihrem Lebensraum und das ist ganz wichtig und hilfreich für viele Sachen. Wir müssen mit Namen weniger aufpassen. Wir können viel eleganteren Code schreiben. Insofern das ist sicherlich eine der Erweiterungen von C++ 17, die die normale Optik der Programme massiv verändert. Wir können also hingehen und können jetzt beliebig Funktionen ergänzen. Auch hier wieder C++ 17, Structured Binding, Zuordnung über zwei Variablen. Hier wird der Inhalt eines Iterators, das heißt, er zeigt auf ein bestimmtes Element gesetzt. Und wenn ich hier kein Und-Zeichen schreiben würde, dann würde ich mir eine Kopie erzeugen. Um String, vier Buchstaben, kostet nicht allzu viel. Und dem entsprechenden Value, der kann natürlich schon teurer sein. An dieser Stelle vielleicht zwei Variablen, also 8 Zeichen plus der Operation 9 Zeichen, die da eventuell hinten drin schlummern könnten. 9 mal 8, das könnten aber auch 8 mal 8, also ein Long-Long-Wert sein, der als Größe da drin steht, aber die Variante hätte mindestens 9 Byte. Deswegen hier an dieser Stelle die Referenz. Auch da wird ganz oft gefragt, warum nimmst du manchmal eine Referenz und manchmal einen Wert? Manchmal kann man keine Referenz nehmen, weil einfach kein Gegenstück da ist, auf die adressiert wird. Ansonsten ist gerade auch bei solchen Dingen das natürlich so, ich möchte hier keine Kopien erzeugen. Ich möchte einfach auf die bestehenden Elemente zugreifen und darauf verweisen. Ich möchte allerdings auch nicht immer mit Expression zeigt auf First, zeigt auf
irgendwas und Expression zeigt auf Second, zeigt auf irgendwas arbeiten. Deswegen hier an dieser Stelle einfach die Zuordnung. Was anderes ist es ja nicht. Die Bezeichner werden zugeordnet. Das spielt auch nur während der Kompilierzeit eine Rolle. Während der Laufzeit ist es keine Verzögerung, diese Zeile, die zusätzlich drin steht. Auch hier natürlich wieder die Fehlermeldung. Was ist, wenn es diese Variable gar nicht gibt? Kann ich einfach ignorieren, gebe nicht zurück, lege ich die automatisch an. Hier in diesem Fall deswegen auch mit dem Find und nicht mit dem Index-Operator drauf zugegriffen. Der würde nämlich automatisch ein Element anlegen im besten Fall, dass man eben wirklich sicherstellen kann, Fehlermeldung generieren. Und wie gesagt, die Fehlermeldung könnte natürlich viel qualifizierter sein durch Positionsangaben und. Alles, was da irgendwie eine Rolle spielt. Die Get-Funktion hatten wir mit erwähnt, hier mit dem zusätzlichen Parameter. Der macht natürlich nur beim Get eine Rolle. Auch da hatte ich schon gesagt, dass das wichtig ist für den zweiten Schritt, weil ich die Rechenregeln erhalten möchte. Wir hatten ja bewusst gesagt, okay, wenn ich den ersten Teil der Aufgabe durchrechne und ich habe einen bestimmten Knoten gerechnet, dann will ich nicht ein zweites, ein drittes und viertes Mal rechnen. Deswegen wird der Parameter auf True gesetzt und wenn ein bestimmter Knoten einen Wert hat, dann wird dieser Wert einfach übernommen. Das heißt, die Rechenregel wird weggeschmissen und stattdessen wird der konstante Wert gespeichert, was natürlich den kompletten Algorithmus beschleunigt. Nur wenn ich jetzt mich rückwärts tastend durch die Rechenregeln wieder durchziehen muss und ich habe was bestimmt und gerechnet, dann muss das beim nächsten Mal ja nicht mehr richtig sein. Das heißt, ich muss auch die Möglichkeit haben, dieses Verdichten, deswegen Kompress, dieses Zwischenspeichern der gerechneten Werte wieder auszuschalten. Bei dem Get kann das natürlich noch einen anderen Fall geben, den wir berücksichtigen müssen. Das heißt, wenn wir das System wieder auf die Zukunft ausbauen und reagieren wollen, und das wird uns jetzt auch gleich auf die Hinterbeine fallen, wenn wir sicher sein wollen, ich hatte das ja gesagt, ein Kunde von uns, die in der Sicherheitstechnik sind, mal zu mir gesagt haben, sie würden nie Const verwenden. Also Const, das macht das Programmieren so umständlich. Das ist so schwierig und dann funktioniert das nicht und dann muss ich da wieder aufpassen, dann kriege ich da wieder eine Fehlermeldung. Und sie würden gänzlich auf das Const verzichten. Und damals war ja meine Antwort, ob sie dann bei 200 auf der Autobahn auf den Sicherheitsgurt verzichten würden, weil eigentlich braucht man ihn ja nicht. Wir sind uns alle einig darüber. Also wer von euch hat mit 200 schon auf der Autobahn einen Schwerstunfall gehabt? Ich nicht. In der Regel braucht man den Sicherheitsgurt nicht. Trotzdem binden wir ihn um und sind froh, dass wir ihn haben. Und dasselbe ist mit dem Const in der Programmierung. Mit dem Konz in der Programmierung. Es geht einfach nur darum, Sicherheitsleinen zu erzeugen. Und auch hier, klar, wenn wir jetzt im C++-Bereich wären, in der Klasse, dann könnten wir die Methode einmal als Konz und einmal als Nicht-Konz definieren. Aber die Arten und die Reihenfolge der Parameter bestimmen das. Und wenn wir in einer Klasse hier hinten Konz schreiben, dann ist das ja nur der erste Parameter, der sich ändert. Hier steckt in einer normalen Instanzmethode ja der Sys-Zeiger. Der Zeiger auf sich selber drin und der kann entweder als konstanter Zeiger gespeichert sein, dann steht hinter das Konst, hinter der Methode, oder er ist als normaler Zeiger gespeichert, also veränderlich. Dann steht da kein Konst hinter. Und dasselbe können wir natürlich auch in diesem Weg machen, dass wir sagen, okay, ich kopiere mir die Funktion jetzt einfach. Jetzt sagt er natürlich zu Recht, irgendwann wird er es erkennen, halt stopp, diese Funktion gibt es ja schon. Das heißt, wenn wir versuchen würden, die zu kompilieren, sagt er uns mit gutem Recht, die Funktion existiert schon. Aber wir können sie nur dadurch abändern, dass wir hier an dieser Stelle ein Const reinschreiben. Jetzt macht dieser Parameter hier hinten überhaupt keinen Sinn mehr, weil wenn die Elemente als konstante Referenz empfangen werden, können wir ja auch nicht mehr auf diese Elemente zugreifen und sie verändern. Das heißt, dieser Parameter hier, den können wir eh vergessen. Dann. Und sagen, okay, in dem Fall nehmen wir den Default-Parameter auch außen weg. Und spielt ja eigentlich für uns keine Rolle mehr. Und ansonsten sind wir eigentlich, glaube ich, fast so gut wie fertig. Hier ist es natürlich so, das ist genau die Zeile, die es nicht gibt. Wir holen uns den zweiten Operanden. Dieses Kompress hier gibt es hinten nicht, deswegen meckert er das zu Recht an. Natürlich müssen wir, wenn das wieder die konstante Variante ist, hier auch mit der konstanten Variante weiterrechnen, die
Die hat den Kompressparameter nicht. Damit fliegt der Wert hier auch weg. So, und diese Zeile hier spielt keine Rolle mehr, weil Kompress, also wir können eh nicht die Werte zwischenspeichern. Insofern haben wir jetzt quasi die Funktionalität dahingehend erweitert. Das ist der ganze Aufwand, den wir uns jetzt zukünftig die Sicherheit bringt. Und die Sicherheit dahingehend sogar, dass wir müssen es gar nicht steuern, sondern der Compiler steuert das ja für uns. Das heißt, in dem Moment, wo er eine konstante Referenz kriegt auf das Ganze, nimmt er diese Funktion, und in dem Moment, wo er eine veränderliche Referenz braucht und kriegt, kriegt er die andere Funktion und ruft die entsprechend auf. Wir müssen uns da nie wieder drum kümmern. Insofern ist diese Aussage von damals, hier ist alles so kompliziert und wir benutzen das nicht, ja, leichtsinnig. Ne? Weil genau das ist das, was wir eigentlich wollen, dass wir doch in der Lage sind, das Ganze zu machen. An der Parse-Funktion ändert sich nichts, wir müssen die ganze Sache auf jeden Fall parsen. An der Read-All-Funktion ändert sich auch nichts. Das war ja die Methode, die innerhalb der Parse-Funktion verwendet wird. So, und jetzt fängt das schon an. Ich baue jetzt einfach mal eine Funktion zwischen und sage, okay, wir haben es immer genannt, Read-Values. Read-Values unterstrich 1. Standard-String mit dem Dateinamen. Auch wieder eine konstante Referenz. Wir wollen den Namen ja nicht ändern. Auf jeden Fall aber eine Referenz, weil wir wollen nicht die kopieren, die Zeichenkette. Wir wollen nur mit der Adresse entsprechend weiterarbeiten und das Ganze bei der File nehmen. So, und jetzt gehen wir einfach mal hin und sagen, okay, wir haben hier unser read-all. Die Zeile muss auf jeden Fall rüber. Das sind irgendwelche Kontrollausgaben, die wollen wir gar nicht. Ich möchte nur den alten Algorithmus erhalten. Hier ist natürlich nicht der Dateiname drin, sondern hier sagen wir den String File Name, also den Parameter, den wir da gesetzt haben. So, was hatten wir gemacht? Es wurde alles eingelesen und mussten wir ja eigentlich nichts anderes machen, als zu sagen, wir nehmen unseren Base-Type. Und haben auf Expressions, Root zugegriffen. Get war groß geschrieben. So, und jetzt wird, hier steckt die normale Variable hinter. Wir kommen hier an dieser Stelle mit einer völlig normalen Variable ins Spiel. Ihr kompetentes Fachwissen ist erstaunlich. Sie sind mir ein Vorbild. Herr Volker, oh, Herr Volker klingt schlecht. Volker reicht völlig aus. Und danke. Also es ist natürlich viele Jahre Leidenschaft fürs Programmieren, die dahin geführt haben, dass man eben wirklich versucht, Dinge anders zu sehen und zu erkennen, und sicherlich viel Glück in der Ausbildung und dann viel Glück in der beruflichen Entwicklung gehabt. Also das war ja nichts anderes als der Zugriff. Und dadurch, dass es eine normale Variable ist, ist sie veränderbar in dem Moment. Weil sie veränderbar ist, kann er hier natürlich die Get-Methode aufrufen, die wir hier oben gehabt haben, da mit der veränderbaren Referenz. Und standardmäßig ist hier das Compress auf True gestellt. Das heißt, während der Berechnung, jedes Ergebnis, was einmal berechnet wurde, wird sofort die Rechenregel rausgeschmissen und wird gegen den Wert ausgetauscht. Frage ist, will ich das? Kann ich das? Kann ich mir das leisten? Will ich das verändern beim Rechnen? Gibt genügend Fälle, wo das nicht der Fall ist, dann könnte ich das schon dadurch erreichen. Und das sieht man in ganz vielen Beispielen. Natürlich kann ich hier auch hingehen und kann hier ein Const reinschreiben. Und sagen, okay, die Expressions, die werden gelesen. Während der Initialisierung ist dieser Bereich ja noch offen in der Zuweisung. Wir haben ja auch gelernt, Return-Wert-Optimierung, dass in diesem Read-All, wo haben wir das Read-All? War das hier oben? Nee, weiter unten. In diesem Read-All, hier haben wir es, wird ja dieses Expressions angelegt, unsere Map, und wird hier über ein Return zurückgegeben. Also ist das Named Return Wertoptimierung. Das heißt, diese
Adresse hier, diese, wirklich die Adresse, ist die Adresse, die hier davor steht. Das ist also wirklich eine 1-zu-1-Zuordnung. Da wird also nichts kopiert, dieses ist gleich existiert gar nicht für den C++-Compiler, sondern die Adresse der Variablen, die innen drin gebraucht wird, wird quasi von draußen schon genommen und wird draußen schon initialisiert. So, und damit ist es natürlich möglich, hier auch einen Const zu schreiben. Jetzt wird die andere Get-Methode aufgerufen. Jetzt geht er in die Get-Methode mit der Konstantenreferenz, weil er erkennt, hier ist ein Konstant. Wenn das konstant ist, kann ich aber nicht mit einer Referenz, mit dem L-Value reingehen. Weil der L-Value besagt ihm, es könnte auf der linken Seite vom Ist-Gleich stehen. Wenn es auf der linken Seite vom Ist-Gleich stehen kann, a ist gleich 5, dann muss es veränderbar sein. Ist es aber nicht, weil wir hier an dieser Stelle das Const geschrieben haben. Und weil wir die Methode, jetzt könnte man sagen, warum muss ich das denn doppelt schreiben? Na halt, C++ ist halt so. Weil ich die Methode hier quasi dupliziert habe, mit der entsprechenden Anpassung versehen habe, passiert hier drin was völlig anderes für den Compiler. Und wie gesagt, jetzt in dem Moment würde er hier reinlaufen, anstatt in diese andere Methode. Wollen wir aber gar nicht. In dem Fall der ersten Aufgabenstellung wollen wir die Verdichtung. Insofern bleiben wir hier auch. Und wir haben einen Follower verloren. Passiert auch. So, und jetzt muss eigentlich nichts anderes passieren, als dass wir das Ganze ausgeben. Standard Cout. Ach Quatsch. Wo tippe ich denn jetzt vor lauter Verzweiflung? Standard Cout. D21.1 Leerzeichen und wir geben diesen L-Value aus. Und natürlich könnte ich hingehen und könnte, das ist eben das Gemeine an C++, und es gibt auch viele, viele Entwickler, die das tatsächlich auch betreiben. Danke für den neuen Follower. Haben wir ihn wieder eingefangen. Dann dir auch ein schönes neues Jahr und viele machen das dummerweise auch, muss man auch wieder dazu sagen. Also viele C++-Programmierer zelebrieren das auch. Es gab auch mal so einen Wettkampf, wie viel kriegt man in eine Zeile geschrieben. Weil ich kann dieses ganze Programm natürlich auch hingehen und sagen, diese drei Zeilen, die schmeiße ich später weg. Ich kopiere sie jetzt einfach einmal so. Schmeißen wir sie mal weg. Nicht wegschmeißen. Hier könnte ich auch einen Kommentar dahinter schreiben, davor schreiben. Wichtig ist, in Algorithmen auch immer möglichst viel zu kommentieren. Aber ich könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, diese Variable LL-Value brauche ich ja gar nicht. Da vertraue ich auch nicht auf den C++-Compiler, der die sowieso nie existent haben wird, der das wahrscheinlich sowieso optimieren wird. Sondern ich gehe hier gleich hin und sage, das tausche ich aus, da schreibe ich den Aufruf direkt rein. Damit habe ich die Zeile wegeliminiert. Und jetzt wird es natürlich noch böser. Ich kann natürlich auch hingehen und kann sagen, C++ hält die Lebensdauer so lange, wie es gebraucht wird. Das ist auch wieder eine der schönen Sachen, die man mit modernen C++ verlängert hat. Das ist immer so die Frage, wie lange existiert eigentlich ein bestimmter Wert. Dann kann ich auch hingehen und kann hier an dieser Stelle den Funktionsaufruf reinschreiben, weil er gibt mir hier eine Referenz zurück oder sogar einen Wert zurück. Der wird aber dann temporär quasi gespeichert. Das ist eine sogenannte R-Value-Referenz, die da sogar steht, also ein R-Value. Wird temporär gespeichert, wird dann entsprechend an die Funktion übergeben und kann hier aufgerufen werden. Das heißt, auch diese Zeile hier kann ich dann eliminieren und statt der drei Zeilen steht dann tatsächlich nur noch dieser Aufruf hier hinter. Was besser zu lesen ist, das erklärt sich, glaube ich, alleine. Und ich sage mal, wer solche Konstruktionen zuhauf zelebriert, der zelebriert sich an der Stelle auch selber. Der möchte möglichst schick sein oder möchte möglichst, kurz und prägnant wirken und damit immer versuchen, verständlich zu schreiben. Und nochmal, der C++-Compiler eliminiert unnötige Variablen, eliminiert unnötige Aufrufe. Der optimiert das ohnehin. Insofern ist
das hier sicherlich so gut wie überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, während ich das hier sehr gut nachvollziehen kann. Und ich kann hier halt hingehen und kann sagen, read all data from file. Find root element and calculate rekursiv und wenn ich denn unbedingt will, kann ich hier auch noch hinterschreiben output of result for routen. Ist auch schwerer zu debuggen, ja. Das ist ganz wichtig, also das ist natürlich klar. Also in dem Moment, wo ich so furchtbar komprimiere, habe ich auch kaum noch eine Chance zu debuggen. Und im Debuggen ist es oft so, dass heißt, wenn man Programme analysiert und durchguckt, dass man sogar bewusst Zwischenergebnisse nochmal in Zeilen schreibt, A, um die Haltepunkte zu haben und B, um vor allen Dingen auch die Variablen zu haben. Und die Werte zu sehen und nicht aus Zwischenwerten raustasten zu müssen, sondern einfach sagen, ich gehe bis dahin, gucke, wie sind die variablen Inhalte, ist das Zwischenergebnis erreicht. Und gute Debugger erlauben mir ja sogar während des Debugslaufs die Variablen dann auch zurückzusetzen und auf andere Werte zu setzen, dass ich nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen muss, sondern wenn ich sage, halt stopp, da habe ich falsch gerechnet, da darf nicht 5 stehen, da müsste eigentlich eine 7 stehen, dass ich dann auch hingehen kann und kann den Variablenwert auf 7 setzen und kann den Algorithmus weiter testen, ohne eben diesen Fehler immer mit einkalkulieren zu müssen. Also die Programme sind wesentlich kompakter und kürzer sind sie natürlich in einer anderen Form, aber sie sind wartbarer und lesbarer dadurch. Und wir sollten uns immer bemühen, Programme lesbarer zu schreiben. Und auch das vielleicht als Erfahrungswert über viele Jahre. Selbst den eigenen Quellcode kann man nach ein paar Tagen nicht mehr verstehen. Das ist nicht so, wenn ich jetzt den besonders intelligentesten Algorithmus gehabt habe, der besonders schick ist und besonders kurz ist und ich gucke 14 Tage nicht da drauf und dann sehe ich dieses Programmstück wieder, dann guckt man, wie sagt man immer so schön, Schwein aufs Uhrwerk. Dann sieht man eigentlich nichts mehr, da muss man sich wieder reinarbeiten und dann ist es immer hilfreich. Und wenn ihr wirklich Algorithmen optimiert, was ja wieder vernünftig ist, natürlich kann es gut sein, einen Algorithmus zu optimieren, dann behaltet als Kommentar immer den ursprünglichen Algorithmus darüber. Nicht, um ihn wieder zu verwenden, sondern einfach, um zu verstehen, was in der komprimierten Form später passiert. Also es würde nichts gegen diese eine Zeile sprechen, wenn ich jetzt immer noch diesen Kommentar darüber hätte, weil ich kann es ja immer noch nachvollziehen und lesen. Und wenn ich wirklich debuggen wollte, könnte ich die Zeile auskommentieren und könnte die anderen wieder einkommentieren. Oder ich könnte sogar mit dem Schalter hingehen und sagen, wenn debug, dann mach das, ansonsten mach das. Also wir haben viele Möglichkeiten zu programmieren und insofern sollten wir das auch entsprechend ausnutzen. Damit haben wir einmal das Alte weggeschmissen. Wir können jetzt hier im Grunde genommen hin, das Read lassen wir einfach mal drin. Und wir nehmen das alles mal raus, was hier irgendwie drin ist, weil eigentlich spielt das ja keine Rolle mehr. Das heißt, ich kann jetzt ja hingehen und kann sagen, die Funktion, die möchte ich verwenden, also gehe ich hin und rufe sie auch auf. Auch hier, kopieren ist immer schlecht. Hier kann es wirklich eine Konstante sein, weil ich will es ja nicht mehr verändern. Wie gesagt, immer wenn die Literale möglich sind, das S hintermachen, um wirklich klar zu machen, das ist ein String, der da steht. Und dann kann ich natürlich hier hingehen und kann sagen, String-File nehmen und kann hier dieselbe Variable auch verwenden. Also immer, wenn sich nichts mehr ändern soll, dann nimmt das eine Konstante dazu. Und ich würde sie auch nicht in die Main-Funktion schreiben. Ich würde sie auf jeden Fall immer als global Konstante definieren, weil dann liegt sie auf dem Heap. Wenn sie in der lokalen Funktion liegt, liegt sie auch gedanklich immer auf dem Stack, also in einem begrenzten Speicherbereich. Das heißt, der globale Speicherbereich ist größer als der
lokale Speicherbereich einer Funktion, die man nicht unbedingt belasten möchte. So, jetzt sind wir bei unserer eigentlichen Funktion. Und das Erste, was wir machen, wir müssen rückwärts durchlaufen. Das, was wir zurückgeben, ist so ein Vektor, den wir schon aufgebaut haben. Gehen wir nach oben, dann sehen wir das. Hier haben wir schon so einen Vektor uns aufgebaut. Das ist unser Expressions-Vektor. Und ich kann jetzt beliebig viele Rückgabewerte zusammenpacken. Das haben wir ja auch gelernt. Und nochmal, das sollten wir an der Stelle auch benutzen und sagen, wenn wir eventuell mehrere Werte brauchen können, dann bauen wir uns einfach was zusammen, was mit mehreren Werten arbeitet. Dafür haben wir ja das Tupel. Das nehme ich hier ein Standard-Tupel und sage, okay, das Erste, was ich zurückgebe, ist natürlich so ein Wir hatten doch gerade geguckt. Using Expressions Vector. Habe ich mich vertippt drin? Ah, da hin. Ein Expressions Vector. Und jetzt kann ich beliebig argumentieren, wir können Sachen zusammenfassen. Wenn wir sowieso mehrere Sachen zusammenfassen wollen, dann kann ich natürlich auch noch einen String zurückgeben. Da kann ich das Element, das nächste Element in der Follow-Kette oder das Ergebnis, wo ich starten möchte, quasi speichern. Und ich kann natürlich auch ein Ergebnis speichern, was für mich interessant ist. Das heißt, ich kann ja auch so ein Base-Type noch reinlegen. Und das kann ich beliebig erweitern. Ich kann also ganz viele Rückgabewerte jetzt zurückgeben und kann das entsprechend verarbeiten. Und wie gesagt, nochmal dran denken, in der direkten Initialisierung wird das immer eine Optimierung im Zugriff, zumindest bei modernen Compilern. Wenn es nicht direkt initialisierbar ist, dann ist es zumindest ein R-Value, also ein Move, was da stattfindet. Was natürlich gerade bei so einem Vektor oder bei einem Map, sind das nur Speicher, nur Zeiger, die ausgetauscht werden und hin und her geschoben werden. So, wir wollen Follower, die Reihe berechnen, also nennen wir das einfach auch Follow. Damit wir das Ganze können, brauchen wir natürlich wieder unseren Expressions-Type. Da sind ja unsere Aufgabe drin. Wir wollen ihn nicht verändern, also nehmen wir eine Const-Referenz hier drauf, das sind unsere Expressions. Wir müssen natürlich uns merken, wo wollen wir starten oder wo wollen wir hin. From. Das ist in unserem Fall der Human-Wert. Das ist ja die Variable, die bestimmt werden soll. Von da an müssen wir die Kette aufbauen. Sonst nennen wir das auch from, wenn wir kreativ. Und ich brauche noch eine Zeichenkette. Wieder konstante Referenz, wir wollen es nicht ändern. Wo wollen wir eigentlich hin? Das kann ich jetzt schon als Standardwert auch mit angeben. Wir wollen natürlich bis zu root rechnen. Also wir müssen ja die Kette auflösen von human to root. Also suchen wir jetzt, wir starten in unserem Variablen bei der Variable human und gehen so lange nach oben, bis wir die root finden. Haben wir das hinten richtig gemacht? Oh, Klammer auf, ja. Das, was wir als Rückgabewert später ja auch zurückgeben, ist unser Expressions-Vektor. Das ist unsere Zeichenkette und ich nenne sie einfach jetzt mal Reserve, weil wir sie rückwärts aufbauen. So, dann haben wir einen Startpunkt, wo wir beginnen, wenn wir durchlaufen. Das Beginnen tun wir natürlich bei From. Und wahrscheinlich brauche ich auch Next im Algorithmus. Also nehmen wir uns auch gleich eine Variable Next. Dann haben wir einen Startwert, mit dem wir das Ganze beginnen. Das ist unser Base-Type Start-Value.
Unser Startwert ist ja from, ist also human in diesem Fall. Von dem brauchen wir zuallererst natürlich den Ausdruck, um den das Ganze geht. Also gehe ich hier hin und sage, okay, ich habe ein Expression Type. Ich brauche zwei S. Ne? Expression Type ist gleich get wieder. Natürlich aus all meinen Ausdrücken. Also aus meinen Expressions und was ich suche, ist from. Könnte jetzt natürlich auch Start schreiben. Hier oben habe ich ja schon. Warum meckert der Start-Value an? Ach, weil es nicht initialisiert ist. Und hier brauchen wir noch eine Variable. Expression ist gleich. Damit habe ich den ersten Ausdruck gefunden. Da geht meine ganze Kette los. Was muss ich jetzt machen? Ich muss es in den Vektor schieben. Und ich mache es jetzt wirklich wieder mit dem Pushback, weil es wenige Elemente sind, ich mir auch keine Gedanken machen muss. Besser ist da natürlich ein Emplaceback. Weil Emplaceback würde es an Ort und Stelle erzeugen oder würde die Elemente im besten Fall auch wieder move. Also mein Reverse-Punkt, Pushback, meine Expression, die ich hier gefunden habe, füge ich einfach in mein Konstrukt hinein. In diesem Vektor liegen aber Paare. Wieder dran, wieder hochgucken. Wo haben wir den Vektor? Da sehen wir es. Vektor besteht aus einem Paar, aus einem String und der Expression. Ich habe ja nicht mehr den Schlüssel zur Verfügung. Ich möchte die willkürlich irgendwie umsortieren können, sortieren können, in ihrer Reihenfolge behandeln können. Das heißt, hier haben wir ja den String quasi als Schlüssel in der Map, deswegen brauchen wir nur den Expression Type hin. Wenn wir das als Vektor umlagern und ich würde jetzt sagen, ich nehme nur den Expression Type in den Vektor, dann würde ich die Variable verlieren, den Namen. Deswegen ist hier, als der Vektor gebildet wurde, einfach dieses Paar nachgebildet worden. Auch hier übrigens steckt ein Paar hinter. Also die Map speichert das Ganze auch als Pair ab. Deswegen ist das Ganze ein Paar aus einem String und der entsprechenden Expression bei der Umwandlung. So, das heißt, ich muss hier dann natürlich auch hingehen und muss sagen, okay, mein from, meine Variable, jetzt habe ich zwei. So, und das reicht für C++ wieder. Das heißt, die geschweiften Klammern der Initialisierungssyntax initialisieren, ganz viel geschweifte Klammern im modernen C++, sorgt dafür, dass er versucht, aus diesem Ausdruck einen entsprechenden Teil zu bauen, was dann möglichst zu diesem Ding hier passen soll. Reverse. So, und damit haben wir den ersten Eintrag in unserem Baum. So, und solange wie unser Wert, mit dem wir laufen, das ist in diesem Fall ja unser Startwert, ungleich dem To ist, wo wir hinwollen, solange soll er weiterarbeiten. So, jetzt wieder If-Anweisung, wieder C++17. Wir bedienen uns der Initialisierungsmöglichkeit. Wir müssen keinen Typ angeben, wir schreiben einfach Auto davor. Damit sucht der Compiler das passende Teil dazu raus. Ich nehme einen Standardalgorithmus, das ist find in dem Moment. Find if, weil ich möchte nicht, ich suche ja jetzt nicht den Schlüssel mit dem Element, sondern ich suche jetzt nach meiner Variable, die ich gefunden habe, in der Menge aller Variablen, in den Berechnungen hinten. Also human taucht ja jetzt irgendwo hinten in der Berechnung auf, um quasi die nächste Variable zu bestimmen. Ich möchte immer auf die nächste Variable kommen. Dafür muss ich die vorherige Variable nehmen und muss gucken, wo ich die in der Berechnung finde. Und hoffentlich finde ich sie nur einmal. Das war ja der Punkt, dass wir gesagt haben, wenn sie zweimal auftaucht, dann kann sich ein Kreis schließen und dann kann es kompliziert werden.
Deswegen hier an dieser Stelle das FindIf. Dafür gibt es auch kein Element, was zu Map gehört. Map selber hat einen Find, aber hat eben kein FindIf an dieser Stelle. Das heißt, ich muss den Suchbefehl quasi selber zusammenbauen. Dafür nehme ich diese Variable hier, Expression. Ups. Expressions nehme ich. Ich nehme sie alle. Expressions.begin bis Expressions.end. Und jetzt kommt mein eigentlicher Ausdruck. Capture, Lambda, funktionale Programmierung. Alles, was nicht in Parametern angegeben wird, müssen wir über den Capture angeben. Auch hier gilt, das Und-Zeichen ist die Referenz. Das heißt, ich übergebe den nächsten Knoten und den Startknoten einfach mit über den Capture in diese Funktion hinein. Die ist wie so ein zusätzlicher Parameter, der aber nicht in der Parameterliste auftaucht, weil in der Parameterliste kann natürlich nur verarbeitet werden, was hier im Container steht. So, das ist das FindIf, das ist auch erstmal ein bisschen weg. So, Klammer auf, jetzt kommt der eigentliche Parameter. Auch hier wieder Auto, Compiler kann sich das alleine suchen, ich möchte das nicht verändern, ich möchte auch nicht dieses Riesenelement hin und her kopieren, also wieder eine konstante Referenz, die quasi das Ganze bestimmt. Und jetzt kommt der eigentliche Lambda-Ausdruck. Wieder Varianten. Bei der Variante haben wir ganz viel ja schon uns dieser Funktion holds Elternate beschäftigt. Das heißt, wir haben geguckt, ob dieses Teil eine bestimmte Eigenschaft hat, einen bestimmten Typ unterstützt. Holds Alternative, da haben wir sie und gesucht haben wir, ob es eine T-Operation ist. Weil wenn es eine T-Operation ist, dann müssen wir es auseinandernehmen. Vorne ist ein Iterator. Iterator gibt einen Wert, ein Paar zurück. Der erste ist der Schlüssel, der zweite ist das eigentliche Inhaltselement. Wir wollen das Inhaltselement, das ist die Variante, untersuchen. Also hier an dieser Stelle, weil .second. Das ist der Value-Type, ist kein Iterator, das ist der Value-Type, der dazugehört, aber ist ein Paar. Die haben wir das Operations genannt. Ja. T-Operations ist der zweite Wert ein Operation. Nur dann müssen wir ja irgendwas damit machen. Erstmal muss ich an dieses Element kommen, das könnte ich wieder immer direkt machen. Ich nehme mir aber wieder T-Operations. T-Operations, mein Operator ist gleich, um was aus einer Variante rauszukriegen, ist das Ganze das Get. Dann natürlich wieder der Typ, als dass wir das holen wollen, also Operations. Und natürlich auch hier unser zweiter Wert, der eine Rolle spielt. So, damit haben wir dieses Teil aus der Map rauskopiert, jetzt wirklich kopiert. Weil hier steht keine Referenz, hier steht eine Variable. Damit wird tatsächlich das Element, was immer noch in der Map drin ist, weil wir können es ja gar nicht rausziehen, hier, const, Referenz, wir können es nicht verändern. Das heißt, wir kopieren das an dieser Stelle in diese neue Variable vom Typ T-Operations. So, und jetzt geht das Spiel schon los, dass wir gesagt haben, Kommutativgesetz, Assoziativgesetz gibt es auch, aber Kommutativgesetz spielt eine Rolle. Für uns ist die Reihenfolge der Operanden wichtig. Das heißt, in dem Moment, wo von diesem Op der Operand Punkt Operand 1 gleich Start ist, müssen wir anders reagieren, als wenn das im zweiten wiedergefunden wird. Weil hier wissen wir nur, im schlimmsten Fall ist es gefunden worden oder ist es nicht gefunden worden. So, wenn es der Wert ist, den wir suchen,
Dann ist unser neuer Start gleich val.försten. Und unser Next, das ist der Wert, den wir als nächstes berücksichtigen müssen, ist die offene Variable. Nach der müssen wir weitersuchen. Deswegen ist das dann der Operand 2. Und wir haben gefunden, wir können in dem Algorithmus nur einen boolschen Wert zurückgeben. Find if erwartet einen Operator, der bool zurückgibt. Deswegen habe ich was gefunden oder habe ich das nicht gefunden. Dadurch, dass ich hier in dem Capture Referenzen mit eingeschleust habe, sind die wie zusätzliche Rückgabewerte für mich. Also ich übergebe quasi nicht nur den, ich habe es gefunden, mit dem musst du was tun, sondern ich übergebe ihm sogar die entsprechenden Werte dazu. Nichtsdestotrotz können wir hier an dieser Stelle natürlich sagen, return true. Das ist das, was der Algorithmus eigentlich erwartet. Und ich kann hier natürlich hingehen und sagen, nur im Falschfall komme ich hin. Ich muss kein else schreiben, vielleicht kommen mehrere Sachen hinten dran. Deswegen gehe ich nochmal ran und sage, okay, wenn mein OP in der String Operand 2 dem Startwert ist, dem Startwert ist, dann ist mein neuer Startwert immer noch der First von dem Val. Aber mein Next ist der andere Operon. Operand 1. Damit ist der andere die freie Variable. Und auch in diesem Fall geben wir True zurück. Das ist das. Das ist das if. Und das ist der Ausdruck. Genau. So, dann ist das die Klammer davon. Was ist die Klammer? Naja, gucken wir gleich. In jedem anderen Fall, der hier ankommt, können wir natürlich hingehen und können sagen, das ist die Klammer. Können wir hier an dieser Stelle natürlich sagen, return false. So, das ist geschweifte Klammer, runde Klammer. Das ist immer noch die Initialisierung. Das müsste die Klammer von dem if sein, genau. Und jetzt kommt die eigentliche if-Anweisung. Das war die. Das war die. Damit haben wir da das Return falsch. Hier ändern wir die geschweifte Klammer. Das ist der Lambda-Ausdruck. Das ist das Find If. Jetzt kommt das Semikolon von der erweiterten If-Anweisung. Und jetzt ist die Frage, sind wir ungleich der Expressions.enden? Weil nur dann, wieder, wir sind in der if-Anweisung, interessiert uns natürlich, dass wir irgendwas damit tun. Und das, was wir hier drin tun, ist eigentlich relativ simpel. Es ist unser reverse.pushback. Und der Inhalt des Iterators, der
da quasi reingegeben wird. Der Inhalt des Iterators ist übrigens wieder ein Paar. Auch wenn das aus der Map stammt, das haben wir aus der Map rausgeholt, ist es natürlich an dieser Stelle das Paar, was hier zurückgegeben wird. Es muss halt nur dereferenziert werden, weil hier kommt es wirklich als Iterator wieder zurück. So, das müsste eigentlich die Funktion gewesen sein. Das ist die While-Schleife. Damit sind wir am Ende der While-Schleife angekommen. So. Jetzt können wir noch eine Fehlerkontrolle einbauen und Nachbehandlung. In dem Moment, wo wir sagen, wieder Auto, mich interessiert der Typ nicht, ist natürlich ein Iterator. Ich gehe in diese Expressions rein und versuche die zu finden. Ich suche natürlich den nächsten Wert. Der ist mir aus meinem Algorithmus hier hinten rausgerutscht. Und wenn dieser Wert ungleich expressions.end ist, also wenn ich was gefunden habe, dann hole ich mir den Wert von dem. Ich möchte einfach während des Algorithmus den Wert schon haben. Ich hatte ja schon oben eine Variable startValue definiert und sage jetzt hier einfach get expressions von next. Damit schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich gucke, ob der Algorithmus gültig rausgekommen ist. Hätte ja sein können, dass da irgendwie immer noch ein Fehler drin schlummert. Ich gucke also, existiert dieses Element, und wenn es nicht existiert, kann ich hier an dieser Stelle natürlich auch wieder eine Fehlermeldung generieren. Das heißt, hier schreibt es man nur als Kommentar. Können wir wieder eine Error-Message definieren. Das heißt, ich hole mir den Wert, den letzten Wert raus, ich hole mir den letzten, was er gefunden hat, raus, ich habe den kompletten Stapel von Berechnungen, bis ich an diesen Punkt gekommen bin und kann jetzt hier natürlich sagen, return, wieder geschweifte Klammer, ich will ja ein Tupel zurückgeben. Was ich zurückgeben will, ist natürlich auf jeden Fall erstmal mein Reverse, dann mein Next, das ist ja der Wert, bis zu dem ich gesucht habe, den ich finden möchte. Und ich gebe auch zurück, mit welchem Wert er aus dieser ganzen Berechnung gekommen wäre. So, und damit habe ich meine Funktion zusammengebastelt, die quasi aus meiner Map, nicht veränderbar, jetzt die Rechenregeln sich holt bis zu dem Punkt, wo ich das Ziel gefunden habe, also bis zu Root. Er geht von Human bis zu Root durch diesen Stapel durch und speichert diese Rechenschritte in dem Vektor, damit ich den im Nachhinein auch wieder bearbeiten kann, weil ansonsten würde das ja nicht funktionieren. So, jetzt kann ich anfangen. ReadValue 1 vergessen wir hier an dieser Stelle einfach mal. Ich kommentiere es aus. Wir fangen natürlich an und sagen, okay, wir holen uns unsere Expressions. Natürlich könnte ich hier auch wieder Expression Type vorschreiben. Ich bin faul, deswegen Auto. Ich hole mir das Ganze. Und ich weiß, dass meine Lösung am Ende 0 ist. Die beiden sollen gleich sein. Egal, welche Operation da drin steht, bei Root soll ein Gleichheitszeichen dazwischen stehen und Root soll 0 sein. Also ist meine Solution natürlich an dieser Stelle 0. Auch hier wieder, ich habe meinen Base-Type als Typ definiert. Ich kann das also jederzeit lustig ändern. Meine Solution ist 0. Wenn ich mir sowieso schon sicher bin, dass das ein LL ist, kann ich hier auch ein L vorschreiben. Wenn ich mir schon sicher bin, dass das ein ULL ist, ein Unsigned Long Long Wert ist, dann kann ich auch ein U davor schreiben. Damit kann ich hier im Endeffekt auch erreichen, dass ich gar keinen Typ setzen müsste, dass ich das wieder mit Auto machen kann. So, damit habe ich meine Werte entsprechend aufgebröselt. Jetzt müssen wir die eine Operation ändern an dieser Stelle. Das könnte ich lokal machen, ich kann es natürlich auch vorneweg machen. Ich muss die komplette Verarbeitung ändern, weil das ist ja diese Aussage, die da drin steht, was Human ruft, wissen wir nicht, das wollen wir, und Root, die Operation ist verkehrt. Das müssen wir jetzt hier an dieser Stelle quasi nachpflegen. Und
Ich fange mal von innen an, expressions.find. Das, was wir suchen, ist natürlich root. Jetzt müssen wir zuordnen und sagen, wie ordnen wir das Ganze zu. Wieder, ich möchte nicht kopieren, deswegen die Referenz. Das, was da zurückgegeben wird, ist ja ein Value-Type, also ein paar von Werten, die zurückgegeben wird. Also mache ich gleich ein Structure-Binding und sage, ich habe einen Key und ich habe ein Value. Habe ich hier gar nicht gemacht. Jetzt habe ich mich verlaufen. Habe ich mich verlaufen. Du hast einen Iterator. Das if kommt jetzt nach vorne. Jetzt kommt das Semikolon. Jetzt kommt die eigentliche Geschichte. Haben wir es gefunden? Das heißt, wenn expression root ungleich expressions.end ist, dann haben wir es gefunden. Nur dann müssen wir irgendwas machen. Ansonsten können wir hier auch schon wieder hingehen. Und können hier wieder einen Runtime-Error ausgeben. Critical root not found. Kann immer passieren. Eingabedaten, menschliches Versagen, falscher Algorithmus. Jetzt will ich diesen Iterator auflösen. Das war das, wo ich mich erst verlaufen habe. Jetzt ist, glaube ich, noch irgendwie, ja genau. Jetzt will ich den Iterator auflösen. Ich könnte jetzt auch immer einzeln auf die Value zugreifen. Value wäre mein Expression Root, zeigt auf den, ich muss es hier auch richtig schreiben, mein Expression Root zeigt auf Second. Ich kann hier natürlich auch hingehen und kann sagen, ich nehme die Expression Root, ich möchte sie dereferenzieren, dann kommt, wie gesagt, ein Part zurück und löst das über ein Structure Binding auf und sage, okay, ich habe einen Key und ich habe ein Value. Und wie gesagt, nochmal, das spielt zur Laufzeit keine Rolle, weil das eigentlich ein Befehl ist, den der Compiler so gut wie alleine erledigen kann. Jetzt habe ich den Key, das ist der Namenswert, da steht root drin, das weiß ich an dieser Stelle, und ich habe den Value, da steckt die Expression hinter, mit der die root ausgerechnet werden soll. Jetzt muss das natürlich ein Operation Type sein, Operations. Ansonsten, wenn da jetzt ein Wert hinterstehen würde, hätten wir ein echtes Problem. Deswegen kann ich hier auch wieder hingehen und kann sagen, okay, Standard holds Alternative. Wenn das Ding ein Base-Type hält, jetzt können wir den Value direkt benutzen, jetzt müssen wir nicht mehr mit Second an die Sache rangehen. Wenn das Ding ein Value-Type hält, dann kann ich, interessiert mich eigentlich gar nicht, was da drin steht, weil dann kann ich auf jeden Fall wieder einen Runtime-Error auslösen. Root contain a value. Ansonsten haben wir eine Operation gefunden. Dann kann ich mir die Operation auch rausholen. Das kann ich auch wieder per Referenz machen. Ich weiß, dass das ein Statement ist. Das ist ja kein Wert. Also wieder über get, jetzt natürlich über meinen Operations Type. Die Operations. Value bin ich an die entsprechende Rechenvorschrift gekommen. Und das Einzige, was ich ändern muss, ist den Operator. Weil da stand drin, dass die Operation verkehrt ist. Deswegen gehe ich hier bei dem Statement an den Operator ran. Ich habe gesagt, Gleichheit kann man auch immer durch eine Subtraktion erzeugen und sagen, wenn beide Werte subtrahiert 0 ergeben, dann sind sie gleich. Also nutze ich das an dieser Stelle aus und sage, die Operation, die dahinter steckt, egal was da vorne weg drin gestanden hat, ist eine Subtraktion. So, da ist das beendet, da ist das beendet, da kommt das else. Root expression not found. Und da müsste das main am Ende sein, genau.
Jetzt müssen wir die Rückwärtskette aufbauen. Die Funktion haben wir schon geschrieben. Hier können wir natürlich wieder hingehen und sagen, okay, wir haben unseren Vektor, das nennen wir jetzt mal Terms. Wir haben den Startwert, mit dem wir beginnen wollen, und wir haben den Value, mit dem er eigentlich beginnen würde. Und rufen unser Follow hier an dieser Stelle auf. Das soll er aus der Menge alle Expressions rausziehen. Suchen soll er von Newman an. Und er soll suchen, bis er Root findet. Damit haben wir die meisten, den größten Teil der Arbeit schon getan. Hier bröseln wir ja den ganzen Kram auf. Ich kopiere mal die Ausgabe jetzt einfach. Und gucken wir, ob wir bisher kompilieren können. Und wir sehen Start mit Root gleich 0 und SJMN ist gleich 150. Das waren, glaube ich, die Testdaten. Jetzt müssten wir nochmal in die Aufgabe gucken müssen wir. Nehmen wir es einfach als gesetzt an. Also Root wird auf 0 gesetzt und SJMN auf 150. Wir haben also die Daten entsprechend ausgelesen. Und jetzt bin ich mal ganz faul. Faul, spät wie das ist, bin ich eigentlich geneigt, faul zu sein. Jetzt kommt der eigentliche Algorithmus, das Rückwärtsrechnen. Ich glaube noch nicht mal, dass ich alle Größen brauche, die ich jetzt rauskopiert habe. Wichtig ist nur, da heißt es Operations. Das Ding heißt String Operand 2 groß geschrieben. Subtraction wird hier richtig geschrieben. Natürlich blöd, wenn man selbst am selben Tag oder versetzt von wenigen Tagen unterschiedliche Bezeichner verwendet. Okay, also ich nehme mir wieder zwei Start- und Endwerte. Ich möchte durch die ganze Sache durchlaufen. Ich nehme mir den Startwert. Ich habe meine Operation geändert am Anfang. Das ist ja eine Subtraktion geworden. Ich muss am Ende auf 0 kommen. Mein Ergebnis muss 0 sein. Und ich starte in diese ganze Konstruktion hinein. Jetzt kann ich mit einem Vektor arbeiten wie mit einem normalen Array. Das ist ein Container, ein C++-Container, der sich aber wie ein normales Array verhält. Normales Array, Nummerierung beginnt bei 0 und endet bei n-1. Das ist erstmal soweit einfach. Ich könnte jetzt hingehen und kann sagen, r beginnt, r endet. Ich kann also mit Iteratoren vorwärts, rückwärts laufen. Ich kann auch mit den Iteratoren minus, minus quasi rückwärts laufen, wenn es dann ein bidirektionaler Container ist. Ich kann aber diesen Vektor wie ein ganz normales Feld verwenden. Und das will ich hier an dieser Stelle auch machen, weil mich eventuell bestimmte Elemente nicht interessieren, insbesondere wenn ich zum Ende hinkomme. Ich greife quasi immer schon ein Element weiter. So, das heißt, ich kann jetzt hier natürlich hingehen und kann eine ganz normale Vorschleife schreiben und sage, ich definiere mir eine Variable i vom Typ Size t. Das ist der typische Größentyp für die Standardcontainer von C++, also innerhalb der STL. Und sage jetzt einfach mein Terms, das ist ja der Vektor mit diesen Rechenschritten, size minus 1 ist ja mein letztes Element.
Also immer von 0 bis n minus 1 läuft der Vektor. Zeiss ist die Menge von Elementen im Vektor, also von 0 bis Zeiss minus 1 läuft der Vektor. Das heißt, dieser Ausdruck, dieser Index i, schaut auf das letzte Element in dem Vektor. Ich suche so lange, wie mein i größer ist als 0 und wirklich größer als 0. Ich möchte das letzte Element nicht mehr treffen. Ich möchte nur bis zum vorletzten Element gehen. Deswegen steht hier wirklich ein größer 0. Das ist kein Fehler. Und ich laufe rückwärts, minus, minus. Wieder immer das Präfix ist der bessere Operator als das Postfix. Also wenn ihr das so schreibt, immer minus, minus Variable oder plus, plus Variable und nicht Variable plus, plus oder minus, minus, weil da muss zusätzlich eine Kopie angelegt werden. Auch hier wieder das Spiel, ich gucke einfach rein, ob es sich um eine Operation handelt. Das heißt, ob mein Terms i, also mein letztes Element, second, first wäre ja der Schlüsselname selber, second ist die Operation. Wenn es keine Operation ist, dann löse ich hier an dieser Stelle eine Fehlermeldung aus. Das Ganze ist nicht auflösbar. Ich brauche in meiner Verkettung Operationen, um jeweils immer zur nächsten zu kommen. In dem Moment, wo ich an dieser Stelle an eine Konstante stoße, habe ich verloren, bin ich weg. Deswegen hier an dieser Stelle der Runtime-Error, dass es nicht lösbar ist. Dann hole ich mir dieses Element raus, meinen Term, und setze das Next Element. Das Next Element ist aber das Ergebnis des nächsten Ausdrucks. Da haben wir das Whiteboard. Also ich gucke, die freie Variable, die ich habe, die muss als Ergebnis auftauchen irgendwo, sonst ist die Kette nicht auflösbar. Wir haben ja angefangen, wir kommen ja von hier, PPPW, SJMN. Das heißt, dieses PPPW hier, das muss hier wieder auftauchen vorne. Dieser Wert interessiert mich nicht. Und wenn wir hier hingehen und sehen, wir haben CCZH und LFQF, dann muss eine von diesen beiden wieder vorne auftauchen. Diese ist eine Konstante, die interessiert mich nicht. Dieser Wert hier taucht hier wieder auf vorne. Das heißt, im nächsten Rechenschritt, den wir gefunden haben in unserer Kette, muss der immer vorne auftauchen beim Durchlaufen. Das heißt, wir gucken next einfach einen weiter. Und da muss es der Schlüssel sein, den wir ja ausgespeichert haben, also das First Element. Dann suchen wir die Operation, um die sich das dreht. Wir haben ja sichergestellt, es ist ein Operationstyp. Wir haben schon den nächsten Wert, den wir quasi setzen darüber. Und gucken jetzt, ob die Operation, die da drin ist, definiert ist. Wenn die Operation definiert ist, nur dann, wenn es hier ungleich dem Ende ist, wenn sie nicht definiert ist, können wir hier eine Fehlermeldung auslösen. Operation in this term is not found. Wenn wir sie gefunden haben, dann können wir auch gleich hingehen und können uns die Reverse-Operation holen. Die Reverse-Operation haben wir hier oben mit gespeichert. Das heißt, wir sind ja hier hingegangen und haben nicht nur die Operation gespeichert, das war das Letzte, was wir beim letzten Stream gemacht haben und haben gesagt, wir können das beliebig erweitern. Deswegen haben wir hier ja ein Paar definiert und haben hier die Rückwärtsoperation quasi definiert. Für die Addition ist es die Subtraktion, für die Subtraktion ist es die Addition, für die Multiplikation die Division und für die Division ist es die Multiplikation. Das heißt, wir gucken gleich, ob wir in diesem Ausdruck eine Rückwärtsoperation finden und ob die existiert, ob wir die also auch haben in unserer Liste. Ob wir für dieses, das Enium könnte ja erweitert sein, aber die Map nicht erweitert sein als Variable. Das heißt, auch hier wieder abgecheckt, dass die Rückwärtsoperation wirklich existiert. So, wenn sie nicht existiert, kommt hier auch eine entsprechende Fehlermeldung, Reverse Operation for this term not found.
Wenn ich hier drin bin, weiß ich also, ich habe Operationen gefunden, ich habe Rückwärtsoperationen gefunden, ich habe die Variablen. Das ist auch ein Ausdruck, der hier aufgelöst werden muss. Ich nehme mir einfach wieder eine Variable, mein New Value, der ausgerechnet werden muss. Ich hole mir den Operand 1, der wird mit Next initialisiert. Ich drehe die Gleichung also um und sage, wenn, das war das, was ich gemeint habe, mit assoziativ und mit kommutativ gesetzt, schweres Wort, dass das bei bestimmten Operationen ja wichtig ist, ob das vorne oder hinten steht, und löst das entsprechend hier drüber auf. Hier nochmal die Kontrolle, ist das eine Konstante, das ist einfach nur eine Ausgabe. Die kann eigentlich, das hat was mit Online-Debuggen zu tun, wie wir das immer nennen. Das heißt, wenn der Operand 1 gleich der nächste Operand ist, dann holen wir uns vom Operand 2 den Wert. Wenn Operand 2 der nächste Wert ist, dann holen wir uns vom Operand 1 den Wert. Wichtig ist, hier steht auf jeden Fall das False, wir verdichten nicht. Weil das wäre katastrophal. Wir sind ja im Chatzen. Wir wollen ja gerade, dass die letzte Kette sich am Ende anders auflöst. Wir brauchen also bis zum Schluss die Rechenvorschriften. So, und hier wieder diese Abfrage, wenn der Operator gleich die Subtraktion oder die Division ist, das sind die beiden, die nicht kommutativ sind, dann rufe ich die Operation auf, aber der New Value und der Value als entsprechende Parameter. Ansonsten, wenn ich die Reverse-Operation einfach verwenden kann, dann rufe ich die Reverse-Operation auf mit dem Value und dem New Value. Diese Stelle hier, die könnte ich auch in der Rechenregel reinpacken. Ich könnte also hier hingehen und könnte sagen, ich erweitere die Operations und sage, das ist nicht ein Paar, sondern das ist ein Tupel. Und dann könnte ich hier hingehen und könnte einen boolschen Parameter eingeben und sagen, true, wenn das Kommutativgesetz gilt, false, wenn es nicht gilt. Und könnte dann über dieses Grid hingehen und nicht mehr über die, sagen, Subtraktion oder Division. Ich bin nicht mehr erweiterbar, ich habe jetzt eine starke Abhängigkeit drin, sondern könnte dann über den dritten Parameter gehen und sagen, wenn der dritte Parameter true ist, dann gilt das Kommutativgesetz, dann nimm diese Zeile, ansonsten gilt das Kommutativgesetz nicht, dann musst du die Umkehrung quasi zusammenbosteln. Das ist aber nur wichtig, wenn der zweite Operand gesucht wird. Der hintere, das hatten wir ja am Anfang erklärt, ganz am Anfang, dass bei der Division 20 durch 5, wenn ich die 5 suchen würde, kann ich nicht mit der Multiplikation hingehen und kann sagen, 20 mal dem bisherigen Ergebnis, dann würde ich auf 100 kommen und nicht auf die 4, die ich eigentlich haben wollte. Das ist eigentlich der komplette Algorithmus, der das Ganze durchspielt, der das Ganze durchrechnet und das auflöst. Ich schalte jetzt mal um. Eigentlich können wir das auch hier machen. Dann sieht man, ich habe den Rechen, klar, kann ich jetzt zwischendurch auch mit ausgeben, wenn er irgendwas gefunden hat. Irgendwo ist noch ein Cout drin, wo er hingeht und sagt, Start mit Root gleich 0 und SJM gleich 150. Root ist gleich PP minus das. Damit ergibt sich automatisch, dass PPPW 150 sein muss. Damit gehe ich in diese Gleichung rein. 150 ist dieser Ausdruck. Hier kann ich das CCZH mit 600 bestimmen. Also 100, 600 durch 100. Achso, das ist schon immer das Ergebnis. Ne? Da kommt 4 raus, 600 minus 4 ist 596 und so weiter. Und ich komme bei 301 an. Das war, glaube ich, auch das richtige Ergebnis. Ne? Aber wenn ich es einmal durchgetestet habe, muss ja irgendwo muss noch das Cout drin schlummern. Da habe ich es rausgenommen, da habe ich es rausgenommen. Das ist eigentlich am Ende, da kann es gar nicht sein. Wo habe ich es denn noch drin?
Wir haben den entsprechenden Aufruf. Und wenn ich jetzt hier hingehe und nehme das Test raus, dann braucht er ein bisschen länger und jetzt kommt eine verdammt große Zahl raus. Die ist eigentlich alarmierend groß, nicht, dass ich jetzt doch irgendwas verkehrt gemacht habe. Doch, ist die richtige Zahl. Dann kommt auch die richtige Zahl raus. So, das war der zweite Teil der Aufgabe. Und wie gesagt, natürlich hätten wir genauso wieder herangehen können wie bei vielen anderen Aufgaben. Ich könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, ich fange an mit 1 zu rechnen, mit 2 zu rechnen, mit 3 zu rechnen, mit 4 zu rechnen, mit 5 zu rechnen und rechne so lange durch, bis ich das richtige Ergebnis habe. Ich könnte also mit einer Brute-Force-Methode da rangehen und konnte mich da ganz brutal durchzwingen. Und natürlich würde Rechenpower das wahrscheinlich am Ende auch lösen. Aber es ist auch mal interessant, so einen Algorithmus rückwärts aufzuspielen und wirklich zu gucken, was ist da, welche Möglichkeiten habe ich. Und natürlich hier bewusst auf der einen Seite die Map als Speicherstruktur, um schnell an die entsprechenden variablen Inhalte zu kommen. Dafür ist es einfach da, um sich selber quasi solche Dictionaries aufzubauen. In unserem Fall mit einer Konstanten und einer Rechenvorschrift, die wieder mit Konstanten rechnet. Also wir haben wirklich uns unseren eigenen Rechner aufgebaut. Und wir haben den auch entsprechend rückwärts gleichungsmäßig umgestellt. Einzige Knackstelle ist eben wirklich dieses, ja, Kommutativgesetz, was man berücksichtigen muss, wenn man rückwärts rechnet, dass man eben mit den Operanden guckt, an welcher Position befindet sich das, wie verhält sich das Ganze. Das war die Aufgabe heute. Wie gesagt, ich gehe jetzt einfach mal hin und sage, wir sind hier, GitHub, da sind wir. Stellen das mit hoch. Nicht täuschen lassen, da sind alle Tage drin, aber nicht alle Tage gelöst. Ne? Also ich war dann über Weihnachten nachher doch faul. Und jetzt ist es auch entsprechend hochgestellt. Das war der Tag heute. Fragen. Wahrscheinlich komplett verwirrt heute. Wie immer sehr informativ, danke. Na gut, wir haben den Discord-Server. Ich freue mich natürlich über jeden, der. Danke für den Follower. Vor einer Minute. Nihas Dreiach. Ganz vielen Dank. Wir haben den Discord-Server, um uns entsprechend auszutauschen und zu diskutieren. Und wirklich, ich habe eigentlich die letzten Tage mehr Spaß gehabt als die Tage davor. Dieses am konkreten Beispiel erklären ist sicherlich viel einfacher als in der Theorie. Insofern denke ich mal, dass wir auch am Freitag vielleicht noch mit Problemen aus dem Advent of Code weitermachen werden
und versuchen einfach ein bisschen Praxisbezug da reinzubringen. Also noch bin ich nicht in der Stimmung, wieder komplett in die graue Theorie abzutauchen. Ich denke, das bringt euch auch allen mehr, wenn wir ein bisschen versuchen, Praxis in die Sache reinzubringen und mehr Praxis und versuchen lieber die neuen Eigenschaften dann an konkreten Problemen zu erklären. Und die Probleme sind so abstrakt und letztlich auch, wenn wir ehrlich sind, wenn ich jetzt sage einfach, das mag das nach dem Tag heute erstmal wie ein Schock klingen, aber sie sind überschaubar. Also wenn wir im realen Leben Probleme lösen, dann reden wir ja in der Regel nicht von Tagen, sondern eher von Wochen. Und da muss man halt erstmal eine Problemanalyse machen, die über mehrere Tage geht und, und. Das ist hier natürlich viel einfacher. Das heißt, man hat ein Problem, was man relativ schnell überschauen kann, kann mit entsprechenden Lösungsansätzen rangehen und kann das entsprechend auflösen. Das ist also nochmal, wenn du den Code selber eintippst, ist das der beste Weg überhaupt. Am Ende ist aber da und du kannst vergleichen, wo eventuell was falsch gelaufen ist. Du kannst natürlich ja, immer noch die Konserve des Videos benutzen und sagen, ich gucke nochmal in das Video rein. Wo habe ich mich verhackt, wo habe ich mich vertan? Aber dann ist natürlich der Quellcode wirklich auch da, um zu sehen, wo ist die Abweichung, wo habe ich was falsch gemacht. Das selber tippen ist der beste Weg, das zu verstehen. Das muss man ganz klar. Vielleicht kannst du, wenn. Ach so, ha. Ja, das ist natürlich. Ich habe es zum Schluss gemacht, weil die Zeit um war. Also, normalerweise tippe ich lieber und erkläre. Und es geht auch relativ leicht, auch parallel beides zu machen. Aber jetzt wäre die Zeit einfach nicht mehr gewesen. Ansonsten hast du recht. Das ist natürlich. In dem Moment knocke ich jeden aus. Wenn ich sage, ich kopiere jetzt diesen Schnipsel und gewinne die Geschwindigkeit und spare die Zeit an, habe ich dich abgehängt. Tut mir leid. Habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Na gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Freitag geht's weiter im Teil. Wie gesagt, ich habe es wirklich mal überlegen. Wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr eine Vorstellung habt, wenn ihr Fragen habt, nutzt wirklich den Discord-Server. Und traut euch auch da, Fragen zu stellen und nicht nur im Nachhinein. Also wie gesagt, einige finden ja auch so Kontakt und sagen dann, das habe ich nicht verstanden. Es ist wirklich so. Was einer nicht versteht, haben in der Regel fast alle anderen auch nicht verstanden. Insofern traut euch und sagt, das ist ein bisschen langsamer, kannst du das nochmal erklären? Wo ist der Unterschied? Warum machst du das? Wir haben alle mehr davon. Und mein Kind, ich glaube, mit denen willst du nicht sehen. Man lernt von jedem Quellcode. Und wie gesagt, einer meiner ersten Jobs, den ich hatte, war ein Rechtsanwaltsprogramm, Druckspuler, musste neu konzipiert und gemacht werden. Das war so Crash-Programmierung noch, weil der Entwickler war nicht mehr verfügbar, der das eigentlich geschrieben hat. Und das lief nicht so ein paar Tage vor Auslieferung. Und dann bin ich alarmiert worden, ob ich es nicht lösen kann. Und das noch mit Inline-Assembler und sowas. Also, wo es richtig kompliziert wurde, ist der dann noch auf den Assembler umgestiegen. Das war also wirklich der krudeste Algorithmus, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ein Wunder, dass er überhaupt gelaufen hat. Aber am Ende hat man gesagt, boah, hat der geile Ideen gehabt. Also man lernt von jedem Algorithmus, den man sich anguckt, einfach weil er anders ist als die eigene Denkweise und man erweitert damit den Horizont. Und das ist, denke ich, eines der größten Probleme der Ausbildung der heutigen Zeit ist, dass die Studenten zu wenig Quellcode sehen. Also man kann nur am konkreten Fall, am konkreten Quellcode lernen und desto mehr Algorithmen, die andere geschrieben haben, Studenten sehen würden, desto besser wäre auch der allgemeine Fokus und wäre das allgemeine Verständnis. Okay, dann soll es das für heute gewesen sein. Schönen Abend für euch. Ich hoffe, wir sehen uns Freitag wieder. Wie gesagt, ich hatte am Anfang gesagt, frohes neues Jahr für euch alle. Da waren noch nicht alle da. Insofern wiederhole ich es nochmal. Ein frohes, gesundes neues Jahr 2023, ein erfolgreiches Jahr mit viel Spaß am Programmieren, natürlich viel Spaß in der Familie, im privaten Umfeld auch, aber hier in dem Kontext natürlich mit viel Spaß am Programmieren und in der guten Weiterentwicklung. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns am Freitag wiedersehen. Tschüss.